Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns in der Asklepios Klinik Kandel. Ich freue mich, dass wir im Rahmen einer Online-Veranstaltung Sie mit Informationen versorgen können über die Patientenversorgung im Krankenhaus in Zeiten von Covid. Die Pandemie hat uns alle im Griff. Von daher ist es uns wichtig, dass Sie von außen mehr Einblick erhalten in das, was wir hier machen. Wir haben leider keine Besucher. Die Besucher fehlen uns im Krankenhaus. Aber in Zeiten der Pandemie mussten wir hier eine Entscheidung treffen. Wir werden Ihnen im Verlauf der nächsten folgenden Vorträge zunächst etwas in einem Block über die Infektiologie und über die Hygiene erzählen. Dazu haben wir zwei hervorragende Vortragende. Das ist einmal Dr. Eichenauer, der bei uns die Infektiologie vertreten wird. Und wir haben dann für die Hygiene Dr. Königs, der uns dadurch führen wird, was wir im Krankenhaus als Hygienekonzept haben, was für Hygienestandards wir aufrechterhalten, sowohl zum Schutz der Patienten als auch zum Schutz der eigenen Mitarbeiter. Nach einer kurzen fünfminütigen Pause werden wir überleiten zu dem Leistungsspektrum jeweils in der Gefäßchirurgie. Da wird der Chefarzt Dr. Kutschea für uns das Ganze vortragen und den abschließenden Vortrag über das Leistungsspektrum in der Kardiologie werde ich selber haben. Wir haben begleitend zu all den Vorträgen einen Chat, in dem Sie Fragen stellen können und wir freuen uns auf Ihre Fragen zu den jeweiligen Referenten. Lieber Tim, ich freue mich, dass du als Infektiologe für uns zur Verfügung stehst und uns in diesem Vortrag über das, was die Infektiologie über das letzte Jahr gelernt hat, unterrichten wirst. Vielen Dank. Lieber Jörg, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst für deine Einführung. Ich möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Eichenauer. Ich arbeite hier in den Südpfalz-Kliniken in der Intensivmedizin und in der Infektiologie. Ich betreue die Standorte Kandel und Germersheim aus Sicht des Infektiologen und möchte Ihnen gerne Hintergrundinformationen geben zu Covid-19 und auch den Verlauf einer Erkrankung, wie wir sie hier im Krankenhaus vielfach erleben, aber auch auf der Intensivstation erleben und um Verständnis bitten für diese schwere Zeit, in der sich auch diese Patienten befinden und dafür werben, dass diese Pandemie für uns alle eine sehr große Herausforderung mit sich bringt. Coronaviren an sich sind eine bekannte große Virusfamilie, die bereits seit Jahren bekannt sind in der Virologie und zunächst in der Medizin eigentlich vergesellschaftet waren mit sehr banalen Erkältungskrankheiten. Und die Coronaviren haben das erste Mal die Medizin bewegt im Jahr 2002. Als in China SARS aufgetreten ist, ein schweres Atemnotsyndrom. SARS in China hat sich weltweit auch verbreitet. Es gab viele Fälle weltweit, 650 Tote. Die Erkrankung konnte allerdings erfolgreich eingedämmt werden, sodass es zu keiner Pandemie gekommen ist. Ursprung von Coronaviren sind primär das Tierreich. Wir vermuten, dass SARS initial bei Fledermäusen auftrat und dann im Rahmen einer sogenannten Zoonose, also von einer Erkrankung, die primär bei Tieren auftritt und dann aber die Artenbarriere überwindet und dann auch bei Menschen für Infektionen sorgt. Das ist die Theorie zur Entstehung von SARS. Im weiteren Verlauf, im Jahr 2012, kam MERS dazu, ein im Mittleren Osten nach wie vor vertretenes Krankheitsbild, auch ein schweres Atemnotsyndrom mit Beteiligung der Lunge. MERS ist regional begrenzt und tritt aber weiterhin, wie gesagt, auf. Wir haben auch dort mehr als 800 Tote und auch dort handelt es sich mutmaßlich um eine Zoonose, also bei einer Infektion, die primär im Tierreich zustande kam und dann auch die Artenbarriere überwand.
Und seit ungefähr einem anderthalben Jahr kennen wir SARS-CoV-2, einen Erreger der Coronavirus-Familie, der uns jetzt sehr bewegt in der Medizin und in der kompletten Gesellschaft im Rahmen einer global aufgetretenen Pandemie. Ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen einführen in den Verlauf einer solchen Infektion und auch den einen oder anderen Fachbegriff erläutern, den Infektionsmediziner nutzen und auch Ihnen, wenn Sie es noch nicht wissen, an der Stelle einen Einblick geben in die Infektionsmedizin. Die sogenannte Inkubationszeit bezeichnet die Zeit, die nach dem Kontakt des Menschen mit dem Erreger bis zum Auftreten der ersten Symptome vergeht. Wir sprechen davon, dass bei SARS-CoV-2 bzw. Covid-19 als Erkrankung des Erregers die Inkubationszeit bis zu 14 Tage betragen kann. Es gibt weltweit auch Einzelberichte, die eine längere Inkubationszeit beschreiben. Allerdings in der Masse der Fälle liegt sie bei etwa 3 bis 5 Tagen nach Erregerkontakt bis zum Auftreten von ersten Symptomen. Eine Eigenschaft von SARS-CoV-2 ist die Fähigkeit, in vielen Fällen zu asymptomatischen Verläufen zu führen. Es war, als die Pandemie in Wuhan in China auftrat, in der Form noch nicht bekannt. Mittlerweile wissen wir aus großen Registerstudien, dass wirklich die Mehrheit der Fälle einen asymptomatischen Verlauf zeigt. Das heißt, der Mensch ist infiziert, er ist infektiös für andere, kann aber die Infektion anhand von Symptomen selbst nicht erkennen und daher auch aus eigener Erkenntnis heraus, wenn er nicht getestet wird, auch nicht verhindern, dass diese Infektion an andere weitergegeben wird. Die aktuellen Registerdaten sprechen von 50 bis 85% der Fälle. Und wenn Sie die aktuellen Fallzahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht oder auch die internationalen Behörden wie die WHO veröffentlichen, müssen Sie davon ausgehen, dass wir eine hohe Anzahl an nicht erkannten Infektionen haben aufgrund der asymptomatischen Verläufe dieser Infektion. Und das ist ein Faktor. Das Virus, der zum Erfolg dieser Pandemie, also zu dem negativen Erfolg, zu dieser weitreichenden Verbreitung beiträgt, der hohe Anteil an asymptomatischen Verläufen und Fällen. Wenn es zu Symptomen kommt, so beginnen diese Symptome primär eigentlich mit einer oberen Atemwegsinfektion, mit Zeichen der oberen Atemwegsinfektion, sprich einer Erkältungssymptomatik. Die Menschen können Husten haben als Leitsymptom, Fieber, ein Schnupfen kann auftreten und ein weiteres Leitsymptom, was identifiziert werden konnte nach mehreren Monaten, war eine Störung des Geruchs- und Geschmackssinns. Wir haben viele Patienten, die darüber berichten, dass sie Gerüche und Geschmäcker teilweise gar nicht mehr oder stark verändert wahrnehmen. Und das kennen Sie vielleicht auch bei Erkältungskrankheiten bei sich selbst, dass sich das Geruchs- und Geschmacksempfinden verändert. Das liegt an der Beteiligung der dazu passenden Nervenenden im Mund-Nasen-Rachenraum. Die Infektion, wenn sie denn weiter voranschreitet und nicht selbstständig ausheilt, beteiligt in der Regel dann als nächstes Organ die Lunge. Wir sprechen dann von einem Fortschreiten der Infektion mit einer Organbeteiligung. Und in der nächsten Folie möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie dann der Verlauf bei schwerster Erkrankung verläuft und welche Organe noch weiterhin beteiligt werden sein können. Was wir auch sehen, ich habe jetzt hier den typischen Verlauf der Infektion vorgestellt, was wir auch sehen im Krankenhaus ist, dass wir atypische Verläufe haben. Die Erkrankung kann teilweise chamäleonhaft verlaufen. Wir sehen Patienten, die mit Durchfallerkrankungen beispielsweise kommen. Wir sehen Patienten, die mit Schwindel kommen, gerade ältere Patienten oder Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem. Und das macht die Diagnose sehr schwierig für uns, sodass wir eine sehr engmaschige Teststrategie verfolgen, um die Patienten, auch wenn sie nicht die typisch klinischen Zeichen der Infektion zeigen, trotzdem als solche zu identifizieren. Herr Dr. Königs wird auf unsere Strategie der Krankenhaushygiene im Folgevortrag noch näher eingehen. Ich habe Ihnen diese zunächst
kompliziert anmutende Folie mitgebracht, die ich gerne gemeinsam mit Ihnen jetzt erarbeiten möchte. Sie sehen eine Kurve mit einer zunehmenden Krankheitsschwere. Das habe ich einfach so benannt als Zeichen dessen, wie schlecht es den Menschen geht. Und wir haben letzten Endes drei Phasen, durch die wir uns bewegen. Das Stadium der frühen Infektion hatte ich Ihnen schon genannt. Da haben wir die leichten Symptome, die der Patient zunächst mal bekommt und eben das Fieber, trockener Husten, Störung von Geruchs- und Geschmackssinn. Ich hatte schon darauf abgehoben und ausgeführt, dass es auch asymptomatische Verläufe in Masse gibt, wahrscheinlich die Mehrheit der Fälle, oder auch atypische Verläufe. Schreitet die Erkrankung fort in der Phase 2, haben wir die Phase der Lunge. Der Erreger dringt weiter in den Körper ein und es kommt zu einer Lungenbeteiligung, die letzten Endes zu einer Lungenentzündung, einer sogenannten Pneumonie führt. Und das klinische Merkmal dieser Phase ist dann, dass Patienten kurzatmig werden, es ihnen schwerfällt, ganze Sätze zu sprechen, sich körperlich anzustrengen. Und wenn wir bestimmte Messungen durchführen im Blut, sei es jetzt über eine Messung am Finger oder auch direkt im Blut mit bestimmten Laboranalysen, dann sehen wir, dass die Patienten einen Sauerstoffmangel im Blut haben. Und das ist eine Phase, ab der beginnt quasi es kritisch zu werden. Und auch wenn Sie zu Hause mit Verwandten oder Sie selbst an Covid-19 leiden, dann ist jetzt spätestens der Punkt gekommen, wenn Sie merken, es geht Ihnen schlechter, dass Sie dann bitte den Rettungsdienst alarmieren, gegebenenfalls noch einmal mit dem Hausarzt sprechen, sagen, dass Sie an Covid-19 erkrankt sind, weil das ist der Punkt, an dem Sie in ein Krankenhaus müssen und an dem man Sie engmaschig in einem Krankenhaus betreuen muss und Sie auch Sauerstoff dann über die Nase, über eine Sauerstoffbrille zugeführt werden muss, um eine Sauerstoffunterversorgung des Körpers zu vermeiden. Wir sehen Patienten in unserer Notaufnahme und auch teilweise schon auf der Intensivstation, die einen schweren Sauerstoffmangel haben und die zu spät ins Krankenhaus kommen, aus Angst, sich im Krankenhaus zu infizieren, sei es mit anderen Krankenhauskeimen, oder die Befürchtung haben, dass sie zu Hause besser aufgehoben sind als im Krankenhaus. Ich möchte an Sie appellieren, in Covid-19-Zeiten, in dem Moment, wo Luftnot auftritt, ist die Zeit gekommen und verlieren Sie diese Zeit nicht. Das Merkmal der Infektion dieser ersten beiden Phasen ist die Virusaktivität. Wir sprechen in der ersten Phase von der Phase des Virus. Und das kann man sich so erklären, das Virus infiziert Zellen. Viren haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie können sich nicht eigenständig vermehren. Sie benötigen dafür menschliche Zellen. Das Virus bringt sein Erbgut in die Zelle ein und wird sich dann vermehren und die Zelle wird zerstört und schüttet dann quasi diese neu erzeugten Viren dann frei. Und in dieser ersten Phase und auch in der zweiten Phase, dann allerdings schon schwächer, steht diese Aktivität der Zellzerstörung durch das Virus im Vordergrund. Wir treten dann ab der Phase 2 mit Übergang in die Endphase der Erkrankung ein, wo das Immunsystem die entscheidende Komponente in der Schädigung des eigenen Körpers darstellt. Wir sehen das bei vielen Infektionen, die mit Beteiligung des gesamten Körpers verlaufen, dass das Immunsystem antwortet, es bekämpft die Viren, schüttet dabei Botenstoffe aus und aktiviert andere Zellen. Und diese Botenstoffe, diese überschießende Funktion des Immunsystems, die eigentlich das Ziel hat, das Virus zu bekämpfen, ist ein maßgeblicher Faktor dafür, dass der Organismus weiter geschädigt wird und dass es zu weiteren Ausfällen im Körper kommt. In dieser Endphase, die Phase des Immunsystems, mit dieser Überreaktion, kommt es dann zum sogenannten Multiorganversagen. Das heißt, viele Organe sind beteiligt. Wir sehen auf der Intensivstation primär das Versagen der Lunge. Das ist dann der Übergang von der zweiten in die dritten Phase. Wir sehen eine Beteiligung des Herz-Kreislauf-Systems, der Nieren und auch des Gehirns und der Leber. In der Phase ist der Patient dann bereits sehr schwer krank und bedarf zwingend einer intensivmedizinischen Versorgung.
In der ersten Phase kann die Erkrankung gut ambulant behandelt werden durch den Hausarzt. Fiebersenkende Maßnahmen sind wichtig. Es ist wichtig, dass sie ausreichend trinken und dass sie gut auf sich Acht geben. Wir wissen aus dem Verlauf, Sie sehen das auch an dieser blauen Kurve, dass es am Beginn der Erkrankung dann zunächst schlecht geht, dann tritt eine Phase der Stabilisierung ein und viele Patienten berichten, bevor diese Luftnot eintritt, dass es ihnen dann zunächst auch mal für wenige Tage besser ging. Und das ist ein ganz typischer Verlauf, also nur wenn es zunächst besser geht, haben sie weiterhin auf sich Acht vor dem Übergang in dieser zweiten Phase. Wenn der Sauerstoffmangel durch die Gabe von Sauerstoff alleine nicht ausreichend behandelt werden kann, dann ist die Verlegung von der Normalstation auf die Intensivstation zwingend erforderlich. Wir setzen auf der Intensivstation Verfahren ein, um den Körper vor einer Sauerstoffunterversorgung zu schützen. Und das ist die Beatmungstherapie, die Sie aus den zahlreichen Medienberichten auch kennen. Die Diskussion um die Beatmungstherapie ist lange geführt in der Intensivmedizin. Es ist bekannt, dass diese Therapie auch immer eine schädigende Wirkung hat auf die Lunge, auf den Gesamtorganismus, aber sie sichert das Überleben des Menschen. Und kann Ihnen versichern, dass eine Beatmungstherapie nicht ohne gründliches Abwägen eingesetzt wird, aber sie sichert, wie gesagt, die Sauerstoffversorgung des Körpers und damit die Grundlage des Organismus für das weitere Überleben. Die Phase 3 hatte ich schon genannt, wenn mehrere Organe versagen, ist die Intensivstation obligat und verpflichtend. Medikation. Wir haben in der Vergangenheit es leider bis dato noch nicht geschafft, wirklich gute Medikamente in diesen anderthalb Jahren zu entwickeln. Es gab mehrere Medikamentenansätze, wenn Sie sich erinnern, aus der Erstphase Malaria-Medikamente, Chloroquin beispielsweise, ist eingesetzt und propagiert worden. Dann gab es eine Phase der Plasmatherapie, das bedeutet, man hat das Blut von Infizierten, wo man weiß, dass diese Patienten bereits Antikörper, also Abwehrstoffe, gebildet haben, gegen das Virus aufbereitet und hat diese Medikamente transfundiert und dem Erkrankten, dem frisch Erkrankten dann gegeben, in der Hoffnung, dass diese Abwehrstoffe dann auch das Virus bekämpfen. Es gibt die aktuelle Entwicklung von Antikörpern, das heißt sprich künstlich erzeugte Abwehrstoffe, die sich ausschließlich gegen das Virus richten, und das sogenannte Remdesivir ist ein Medikament, was schon längere Zeit auf dem Markt ist und auch erfolgreich eingesetzt worden ist, zuletzt in der Ebola-Epidemie in Westafrika, dort auch gute Daten gezeigt hat. Für die Covid-19-Infektion sind wir an dem Punkt leider nicht, und Sie sehen das an meiner Darstellung. Die Medikamente, wenn man sie denn einsetzt, müssen früh gegeben werden. Das ist ein großes Problem, weil die Patienten, in der Regel die Krankenhäuser, die diese Medikamente bevorraten, erst später erreichen. Und wir aus der wissenschaftlichen Literatur wissen, dass die Medikamente an einem späteren Zeitpunkt nicht mehr das Wirkmaß haben, was sie eigentlich haben sollten. Es gibt ein Ansatzpunkt, der vielversprechender ist für die Späterkrankten, nämlich über Medikamente das Immunsystem zu bremsen, um quasi diese Phase 3, die ich Ihnen eben zeigte, diese Überfunktion des Immunsystems, um hier einen ausreichenden, quasi eine Dämpfung dieser überschießenden Antwort einzuleiten. Und das ist auch das, was wir im Krankenhaus machen. Wir verschreiben ein Cortisonpräparat für 10 Tage. Und wir wissen aus den Auswertungen international, dass dadurch die Sterblichkeit von Krankenhauspatienten um etwa 20% bis 30%, je nachdem welche Studie man anschaut, auch wirklich sinkt. Es gibt weitere Ansätze, das sind Medikamente, die ganz gezielt in diese Botenstoffe des Immunsystems eingreifen, die quasi verhindern, dass die Zellen des Immunsystems sich gegenseitig in eine Aufwärtsspirale begeben und mit Botenstoffen dann quasi diese Aufwärtsspirale unterhalten wird. Das sind sogenannte Interleukin-6-Antagonisten oder auch JAK-Inhibitoren, für die es aber momentan noch keine klinische Anwendung in der Breite gibt. Das sind Forschungen, die laufen, und wir als Grund- und Regelversorger hier vor Ort können uns an diesen Forschungen nicht beteiligen. Das Outcome dieser Patienten ist offen und unklar, während für die Cortisonpräparate, die wir einsetzen, wie gesagt, die Wirksamkeit gesichert ist.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind gerinnungshemmende Substanzen, sogenannte Antikoagulantien. Wir wissen von der ersten Phase der Pandemie, dass viele Patienten Schlaganfälle und Lungenembolien bekamen, sprich, dass sich Blutgerinnsel gebildet haben in Venen, aber auch in Arterien. Wir sehen beispielsweise auch eine deutlich erhöhte Rate an Herzinfarkten. Und das kommt daher, dass das Virus durch bestimmte Zellschäden an der Innenseite der Blutgefäße das Gerinnungssystem aktiviert. Und mit dem Einsatz einer Blutgerinnungshemmung gelingt es uns, dass diese sogenannten thromboembolischen Ereignisse nicht in dieser Form, in dieser Schwere beziehungsweise gar nicht erst auftreten. Und so bekommt jeder Patient, der sich stationär im Krankenhaus befindet, auch eine Blutgerinnungshemmung über die Zeit der Erkrankung bis zur Entlassung. Ich möchte noch in meiner letzten Folie überleiten, bevor ich Ihnen für Fragen zur Verfügung stehe, zu den Langzeitfolgen. Wir nennen das in der Medizin umgangssprachlich Long-Covid. Das ist ein Syndrom, also sprich eine Ansammlung von Symptomen, die wir gehäuft beobachten bei Patienten, die eine Covid-19-Infektion durchlaufen haben. Und diese Symptome sind vielfältig. Sie reichen von Müdigkeitserscheinungen, Merkstörungen über Zeichen von Gedächtnisproblemen, Wortfindungsstörungen. Wenn Patienten eine intensivmedizinische Behandlung hinter sich haben, dann sehen wir auch posttraumatische Belastungsstörungen, die wir aber für alle intensivmedizinischen Verläufe bereits kennen, oder sogenannte Critical Illness Erkrankungen, das Nervengewebe, das Muskelgewebe quasi abbaut und die Menschen dann in langwierigen Reha-Prozessen und Aufenthalten dann wieder die alltäglichen Dinge des Lebens lernen müssen. Ich will dafür sensibilisieren, dass auch junge Patienten mit nicht schweren Verläufen an Long-Covid erkranken können. Wir erleben leider in der gesellschaftlichen Debatte Standpunkte, die davon ausgehen, dass nur weil ich jung und gesund bin, ich keine Risiken habe für bleibende Schäden durch eine Covid-19-Erkrankung. Und davor kann ich ausdrücklich warnen. Erstens, die Patienten auf und der Intensivstation sind deutlich jünger als in der ersten und zweiten Welle. Und wir haben Patienten, die sind 20 bis 30 Jahre alt und kämpfen hier auf der Intensivstation um ihr Überleben. Und auch junge Patienten können erkranken und auch an Long-Covid, sodass es sich um eine lebensqualitätsbeeinträchtigende Erkrankung für breite Teile der Gesellschaft handelt. Ich bin an dem Punkt mit meinem Vortrag am Ende. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin jetzt offen für Ihre Fragen. Herr Dr. Königs, der Krankenhaushygieniker, der den nächsten Vortrag begleiten wird, hat den Chat vor sich und wird gerne Ihre Fragen, die Sie formuliert haben, an mich weitergeben. Gut. Die erste Frage, die hier aufgelaufen ist, lautet wie folgt: Gibt es Medikamente, welche ich, wenn ich in häuslicher Quarantäne bin, nehmen kann, um den Verlauf positiv beeinflussen zu können? Wenn Sie in der Häuslichkeit sind und Fieber haben, sollten Sie das Fieber senken. Da stehen Medikamente zur Auswahl, beispielsweise Paracetamol oder auch Ibuprofen. Das sollten Sie tun, dass das Fieber gesenkt wird. Es gibt auch mittlerweile manche Hausärzte, die bereits Cortisonpräparate und auch Blutgerinnungshemmer in der ambulanten Therapie einsetzen. Aufgrund des Krankheitsverlaufs und der medizinischen Hintergründe gibt es dafür gute Anhaltspunkte, das zu tun. Es gibt allerdings dafür keine wissenschaftlichen Daten, dass es die Form der Erkrankung vermindert. Aber man kann das aus meiner Sicht guten Wissens tun, weil, wie gesagt, die Grundlage dafür ist da. Die nächste Frage wäre: Können auch bei asymptomatischen Verläufen verspätet noch Long-Covid-Erkrankungen auftreten? Spannende Frage, kann ich in der Konstellation nicht beantworten. Aus der wissenschaftlichen Literatur lässt sich das so aktuell nicht ableiten, weil Long-Covid einfach auch ein bisher noch nicht gut untersuchtes Phänomen ist. Die Frage ist ja letzten Endes bei diesen unspezifischen Symptomen, die ich Ihnen genannt habe, wie beispielsweise Merkstörungen oder Beeinträchtigungen in der Orientierung und im Denken, kann es sich auch isoliert um andere Erkrankungen handeln.
Von daher sind diese Symptome dringend abklärungsbedürftig, weil auch andere Erkrankungen dahinter stecken können aus dem neurologischen und psychiatrischen Erkrankungskreis oder Fachkreis. Ob sie sich definitiv der Infektion zuordnen lassen, kann aktuell nicht klar beantwortet werden. Dann hätten wir noch die Frage, wenn man bei einer Lungenentzündung eine strukturelle Veränderung der Lunge hat, bildet sich diese wieder zurück oder bleiben bleibende Schäden? Also jede Form der Entzündung eines Organs hinterlässt bleibende Schäden. Nicht in dem Ausmaß, in dem das während der Entzündung auftritt. Die Organe haben ein bestimmtes Maß der Regenerationsfähigkeit. Allerdings, das wissen wir auch von jedweden Lungenentzündung, ist es immer so, dass ein Teil der Lunge geschädigt wird und dass es nicht mehr hundertprozentig die Lunge sein wird, die sie vor der Infektion hatten. Die nächste Frage lautet, was halten Sie von Steroidinhalation in den frühen Phasen? Was hier abgefragt wird, ist die sogenannte Therapie mit Budesonid. Budesonid ist ein Medikament, was auch ein Cortisonpräparat ist und für die Behandlung des Asthmas zur Verfügung steht. Es gab jetzt eine Studie, noch relativ übersichtlich, von 900 Patienten, die veröffentlicht worden ist und die gezeigt hat, dass Budesonid in der frühen Phase, in der ambulanten Phase dazu führt, dass weniger schwere Verläufe auftreten, dass der Krankheitsverlauf kürzer ist, dass die Krankheitsschwere kürzer ist. Es steht die Phase 3-Studie noch an, von daher kann im Moment aus wissenschaftlicher Sicht das noch nicht klar beantwortet werden. Es gibt allerdings Anzeichen dafür, dass es das ist. Was im Krankenhaus keinen Sinn macht, ist Budesonid zu kombinieren als inhalatives Medikament mit der Gabe des Cortisonpräparats als Tablette oder über die Vene. Für den ambulanten Bereich ist es eine Alternative, die allerdings noch nicht hinreichend erforscht ist. Ich fasse jetzt mal mehrere Fragen zusammen. Es wird oft geredet, wir intubieren in Deutschland zu früh. Viele Lungenfachärzte sagen, man solle so spät wie möglich intubieren oder am besten gar nicht. Was ist von diesen Aussagen zu halten? Die Kollegen aus der Pulmonologie haben in Teilen recht. Es gibt, wenn Sie sich künstliche Beatmung vorstellen, zwei Formen der Beatmung. Das eine ist ein Verfahren, wo der Patient wach ist, wo über eine Maske oder über einen Helm die Beatmung durchgeführt wird. Das heißt, der Mensch atmet als solches noch selbst und wird von dem Beatmungsgerät nur unterstützt. Die sogenannte Intubation bedeutet, dass ein Mensch in ein künstliches Koma versetzt wird und dann vollständig zunächst mit der Beatmungsmaschine beatmet wird, im Verlauf dann die Beatmungsmaschine nur noch unterstützt und er entwöhnt wird. Die pauschale Aussage kann ich so nicht stehen lassen. Wir wenden auf der Intensivstation an unseren beiden Standorten in Germersheim und Kandel beide Verfahren an. Und wenn ein bestimmter Punkt der Lungenschädigung und der Sauerstoffunterversorgung erreicht ist, dann kann man über dieses schonendere Beatmungsverfahren, die sogenannte nicht-invasive Beatmung, den Patienten nicht mehr helfen. Sie müssen sich das so vorstellen, dass Menschen dann stundenlang, teilweise 16, 18, 20 Stunden unter dieser Maske sind. Und sobald man ihnen diese Maske, die ihnen beim Atmen hilft, wegnimmt, fällt die Sauerstoffsättigung und es kommt zu einer Sauerstoffunterversorgung. Solange es sich um moderate Verläufe handelt, ich hatte das in meiner Folie auch so dargestellt, im Übergang von dieser Phase 2a in 2b, kann man das versuchen. Wir haben damit auch viel Erfolg gehabt, insbesondere bei mittelalten Patienten und jungen bis mittelalten Patienten, und konnten damit auch die Phase überbrücken und eine Intubation verhindern. Es lässt sich allerdings nicht pauschal sagen, dass nur mit nicht-invasiver Beatmung diese schweren Formen beherrschbar wären. Wir hätten dann hier noch einen Zuschauenden, der sich zum einen für die tolle und sehr verständliche Präsentation bedankt, verbunden mit der Frage, wie es denn ist aktuell mit vorerkrankten Patienten auf der Intensivstation, ob es immer noch so ist, dass die Vorerkrankung das Ganze begünstigt.
Das lässt sich so weiterhin unterschreiben. Was wir sehen, ist, dass das Durchschnittsalter sinkt auf den Intensivstationen. Wir haben bei uns jetzt vorwiegend 50- bis 70-Jährige. Das war in den ersten beiden Phasen der Pandemie nicht so. Vorerkrankungen haben letzten Endes alle diese Patienten. Wir hatten jetzt, bis ich erinnere, einen jungen Menschen, der tatsächlich keine Vorerkrankungen hatte, die bekannt waren. Und alle anderen hatten zumindest mal in Form von Bluthochdruck oder beispielsweise ein Diabetes, aber auch beispielsweise Fettleibigkeit, eine gewisse Form der Vorerkrankung. Warum das so ist, ist aus meiner Sicht relativ klar. Das zeigt den Erfolg der Impfkampagne. Wir haben in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz explizit die Altenheime und die hochaltrigen Menschen sehr, sehr früh und sehr dicht geimpft mit mobilen Impfteams. Und die Landesregierung hat aus meiner Sicht da sehr gute Arbeit geleistet, weil wir diese Patienten tatsächlich im Krankenhaus eigentlich so gut wie nicht mehr sehen. Wir sehen Patienten aus dieser Altersgruppe, allerdings ohne Impfung. Und aus meiner Sicht spielt die Vorerkrankung, wie gesagt, noch eine Rolle. Der Rest ist der Impfkampagne zuzuschreiben, sodass ich auch hoffe, dass durch die weitere Lieferung und den Ausbau der Impfstofflieferungen wirklich auch zeitnah große Teile der Bevölkerung ein Impfangebot erhalten werden. Ich hatte jetzt mal gewisse Vorerkrankungen genannt. Wenn Sie das epidemiologisch betrachten für Deutschland, dann betrifft es etwa 40-45% der Bevölkerung, die an diesen Vorerkrankungen leidet und die deshalb eigentlich dann schon als Risikopatienten einzustufen sind. Hier wird noch die Frage gestellt, warum kommt es meistens zu Verschlechterung und Verbesserung im Wechsel? Der Zuschauende berichtet von seinem Vater, der ambulant behandelt wird und alle zwei Tage ein Auf und Ab zu beobachten ist. Sie können sich das so vorstellen, dass am Anfang die Viren die Oberhand gewinnen. Das Virus ist neu für Ihr Immunsystem. Sie sind bis dahin noch nicht infiziert gewesen. Das bedeutet, am Anfang wird sich dieses Virus quasi ungebremst vermehren können und es wird zu Phasen kommen, wo viele Zellen kaputt gehen, die gefüllt sind mit diesen neu entstandenen Viren, diese Viren freigeben. Und diese Freisetzung von einer hohen Last an Viren erzeugt dann quasi akute Fieberschübe und das, was man als Verschlechterung des Allgemeinzustands betrachtet. In der Folge dessen, wenn das Immunsystem mit diesem Virus konfrontiert ist, entwickelt sich die Antwort des Immunsystems. Und das ist keine lineare Antwort, es ist kein eintöniger Verlauf, sondern stellen Sie sich das so vor, wie wenn Viren und Immunsystem quasi um die Vorherrschaft im Körper ringen. Und das zeugt dann davon, dass es diese Auf- und Abs gibt während dieser Infektion. Das sehen wir aber beispielsweise auch bei vielen Erkrankungen, die bei chronischen Viruserkrankungen, dass es immer ein Wechselspiel zwischen Immunsystem und Erreger gibt. Muss man sich als junger Mensch große Sorgen machen, schwer, das heißt lebensbedrohlich, an Covid zu erkranken? Also ich weiß, ich versuche die Frage anders zu beantworten. Ich mache mir keine Sorgen, dass ich schwer an Covid erkranke. Ich mache mir prinzipiell Sorgen, dass ich an Covid erkranke. Und das würde ich auch jedem jungen Menschen so sehen. Erstens, sie haben soziale Kontakte. Auch wenn Sie nicht schwer erkranken oder nur mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit schwer erkranken, Sie haben soziale Kontakte und Sie tragen diese Erkrankung weiter. Und wenn Sie nicht schwer erkranken, erkrankt vielleicht jemand anderer, den Sie wissentlich oder unwissentlich infiziert haben. Und aus meiner Sicht liegt es im gesunden menschlichen Miteinander, diese Infektionsketten zu unterbinden, sodass das meine Hauptangst eigentlich wäre, ja, oder meine Hauptbesorgnis. Ansonsten ist jeder Fall an Covid, der auf der Intensivstation landet, ein schwerer Fall mit potenziell bleibenden, lebensbedrohlichen Konsequenzen bis hin zum Tod. Oder ich hatte Long-Covid dargestellt, ich hatte die Folgen einer langwierigen intensivmedizinischen Therapie dargestellt. Und die werden denjenigen lange begleiten. Und von daher ist es für mich im Moment, und ich bin auch jung und gesund, eine Abwägungsfrage, was ist mir wichtig? Und ich glaube, ich habe mich da jetzt in meiner Antwort klar positioniert. Als letzte Frage, glauben Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, dass wir Covid irgendwann mal los sein werden, dass wir unbeschwert ohne Maske
ohne diese aufwendigen Hygienemaßnahmen wieder leben können? Das glaube ich sehr fest. Ich denke, und wie andere Wissenschaftler auch, die sich mit der Frage beschäftigen, dass Covid bzw. SARS-CoV-2 ein sogenannter endemischer Erreger wird. Das Virus wird heimisch werden bei Menschen. Und wir werden, ähnlich wie wir es bei anderen Viren haben, regelhaft mit diesem Virus zu tun haben. Und früher oder später wird, denke ich, jeder von uns von diesem Virus infiziert. Die Frage an der Stelle wird sein, wie begegnen wir dann dieser Erkrankung? Sind wir geimpft? Haben wir damit letzten Endes eine Möglichkeit, dass das Virus nicht mehr auftritt? Oder haben wir vielleicht auch in der jüngeren Zukunft ein Medikament, so wie wir das ja auch zum Beispiel bei der Influenza, bei der Grippe haben? Da gibt es Medikamente, um diesen Verlauf zu reduzieren. Und von daher ist das das Wesentliche. Und die Frage, die, glaube ich, beantwortet werden muss, auch aus der Gesellschaft heraus, wann sind für uns die Punkte erreicht, in denen wir diese Schutzmaßnahmen und auch diese schweren Beeinträchtigungen der Grundrechte zurücknehmen können. Und das gilt aus meiner Sicht eigentlich erst ab dann, wenn wirklich man jedem Menschen ein Impfangebot gemacht haben kann. Und in der Zeit müssen wir lernen zu leben mit dem Virus. Und erst dann, wenn wir für große Teile unserer Gesellschaft sicherstellen können, dass das Virus für sie keine ernstzunehmende oder in dieser Form ernstzunehmende Gefahr darstellt. Und dann können die Hygienemaßnahmen zurückgefahren werden. Und aus meiner Sicht nicht vorher. Einen Nachzügler hätten wir noch. Was halten Sie davon, Patienten mit niedriger Sauerstoffsättigung auf den Bauch zu lagern? Die Bauchlagerung ist ein Kernelement der Intensivtherapie und ist auch ein letzter Versuch, um Patienten vor einer Lungenersatzmaschine, einer sogenannten ECMO, zu bewahren. Und die Bauchlagerung ist kein Verfahren, das jetzt im Rahmen der Covid-19-Pandemie veröffentlicht worden ist oder wieder groß in Mode kommt, sondern ist ein Verfahren, was standardmäßig eingesetzt wird bei Patienten mit einer schweren Lungenschädigung und einer Sauerstoffunterversorgung, gehört dringend und unbedingt in das Standardportfolio jeder Intensivstation, die Beatmungspatienten durchführt. Vielen herzlichen Dank, Herr Königs, für die Moderation des Chats. Und dann möchte ich Herrn Dr. Königs vorstellen. Herr Dr. Königs betreut bei uns die Krankenhaushygiene aus ärztlicher Sicht, ist Krankenhaushygieniker in Ausbildung und ganz maßgeblich mit seinem Team daran beteiligt, wie wir uns in dieser Pandemie als Krankenhaus schützen, wie wir die Mitarbeiter schützen, wie wir die Patienten schützen. Und wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Sehr geehrte Interessierte, sehr geehrte Zuschauer, mein Name ist Michael Königs. Ich bin ärztlicher Leiter der Krankenhaushygiene. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, als ich vor 2 Jahren durch unsere Geschäftsführung gebeten wurde, die Leitung der Klinikhygiene zu übernehmen, habe ich mir nicht vorstellen können, dass dieser Bereich irgendwann einmal so wichtig sein würde, dass wir in den Mittelpunkt der Behandlung rücken werden. Die Covid-Pandemie bringt unser aller Leben in Unordnung und gerade für die Kliniken stellt die Pandemie eine besondere Herausforderung dar. Anders als ein Theater, als ein Restaurant, als ein Schwimmbad kann man eine Klinik nicht einfach schließen, kann man nicht einfach zumachen, weil die Klinik ist wichtig für die Versorgung lebensbedrohlicher Erkrankungen, für Notfälle und da kann man nicht einfach zumachen. Natürlich ist es auch in Zeiten der Pandemie sehr, sehr wichtig, sorgenfrei in ein Krankenhaus zu gehen, um auch andere Dinge, die nicht aufschiebbar sind, Untersuchungen und Behandlungen durchführen zu lassen. Ob es sich hier um eine Herzkatheteruntersuchung, um eine Krebsvorsorgeuntersuchung oder aber auch um eine notwendige Operation, wie zum Beispiel eine Hüftendoprothese, ein künstliches Hüftgelenk handelt, das sind Dinge, die letztendlich auch die Lebensqualität erheblich verschlechtern, sodass man sagen muss, die Menschen müssen sorgenfrei in die Klinik gehen, damit eben nicht ein erhöhtes Risiko für Leib und Leben besteht. Die Südpfalz-Kliniken waren daher, wie auch die anderen Krankenhäuser, gefordert, Konzepte zu entwickeln, um Gefahren von Patienten abzuwenden. Wir als Südpfalz-Kliniken mussten also einen Weg finden,
um zum einen Covid-19-erkrankte Patienten zu erkennen, um die Covid-19-erkrankten Patienten von den Gesunden zu trennen, um gesunde Patienten im Krankenhaus davor zu schützen, sich dort eine Infektion mit Covid-19 zu holen, um auch das Personal unserer Kliniken vor einer Infektion zu schützen und dann auch innerhalb des Krankenhauses, innerhalb des Verlaufes, unerkannte Patienten, unerkannt an Covid-19 erkrankte Patienten zu erkennen, zu isolieren, auch das möglicherweise infizierte Personal zu isolieren und in Quarantäne zu schicken. All diese Dinge waren nicht von Anfang an da, als wir vor rund 15 Monaten mit unseren Hygienekonzepten begonnen haben, waren wir auf einem ganz anderen Wissensstand und haben natürlich auch ganz anders gehandelt. Ganz besonders hervorheben möchte ich die damalige Hilfsbereitschaft von Menschen, die im Krankenhaus angerufen haben, als wir Materialmangel haben, als wir nicht wussten, wo bekommen wir genügend Masken her. Da waren dann Menschen, die Masken genäht haben aus Bettwäsche, die wir in unseren Kliniken in großem Stil verwandt haben. Da waren Firmen aus dem herstellenden Gewerbe, die uns Masken zur Verfügung gestellt haben, die natürlich dem Standard FFP2, das ist ja eigentlich ein Industriestandard, genügen, die aber dann in den Firmen nicht mehr gebraucht wurden, die man uns unentgeltlich zur Verfügung gestellt hat, oder auch Desinfektionsmittel, die durch Firmen hergestellt wurden nach WHO-Standard, um uns dort in diesem Bereich auszuhelfen. Manche der Maßnahmen, die wir treffen mussten, waren sehr, sehr unpopulär. Ob es das Besuchsverbot für Angehörige war, ob es die Schließung der Kantinen für Besucher waren oder aber auch Quarantänemaßnahmen für das Personal, was nach einem Kontakt isoliert werden musste. Doch das oberste Ziel all dieser Entscheidungen, die wir gefällt haben, war es, einen möglichst ungefährlichen Klinikbetrieb für das Personal als auch für die Patienten sicherzustellen. Die erste Aufgabe, die wir in der Klinik haben, ist, wir müssen die Patienten, die zu uns kommen, die eventuell Covid-19 erkrankt sind, identifizieren und absondern. Deswegen fällt die erste, die wichtigste Entscheidung schon bei Betreten der Klinik. Hat der Patient Symptome, die auf eine Covid-19-Erkrankung hinweisen? Wir müssen deswegen jeden Patienten, der die Klinik betritt, nach einem speziellen Fragebogen befragen, Symptome oder schon ein positiver Test, Urlaubsreisen oder Covid-Erkrankte in der Bekanntschaft, in der Nachbarschaft. Das erfolgt alles nach einem strukturierten Fragebogen direkt im Eingangsbereich unserer Ambulanzen. Zusätzlich wird als wichtiges Element der Identifikation Covid-Erkrankter eine Temperaturmessung vorgenommen. Schwierig ist das manchmal bei den Patienten, die uns der Rettungsdienst bringt. Da müssen wir uns natürlich auf die Mitarbeiter des Rettungsdienstes verlassen, dass die bereits im Vorfeld zu Hause all diese wichtigen Fragen erfassen. Alle Patienten, die unsere Klinik betreten, die wir sowohl ambulant behandeln oder auch stationär behandeln, werden natürlich auf Covid-19 getestet. Wir haben bei uns zwei verschiedene Testsysteme, nämlich den PCR-Test und den Schnelltest. Alle Patienten, wo wir ernsthaft davon ausgehen müssen, dass wir befürchten müssen, dass sie Covid-19 erkrankt sind, erhalten in den Asklepios Südpfalz Kliniken einen PCR-Test. Wir haben um die Covid-19-Patienten von den vermeintlich Gesunden zu trennen, bei uns verschiedene Behandlungsräume für die Covid-19-Verdächtigen wie auch für die vermeintlich Gesunden. Um Übertragung auf unser Personal zu vermeiden, tragen die Mitarbeiter in den sogenannten Covid-Ambulanzen, wo also die Patienten hinkommen, welche wir unter dem
höhergradigen Verdacht einer Infektion haben, besondere Schutzkleidung wie Kittel, Brille, Maske, Visier sind also ganz besonders geschützt. Aber auch in den anderen Bereichen, in den Bereichen, wo die vermeintlich Gesunden untersucht werden, tragen unsere Mitarbeiter FFP2-Masken, versuchen möglichst viel Abstand zu halten, wenn möglich, und beachten die Händedesinfektion und die anderen Grundregeln der Hygiene. Wir wollen natürlich die Patienten, die bei uns in der Klinik sind, vor einer Infektion innerhalb des Klinikbereiches schützen, weshalb wir getrennte Versorgungsbereiche haben. Wir haben in beiden Kliniken haben wir Isolierstationen. Wir haben einen sogenannten grauen Bereich, in welchem wir die Verdächtigen, die Covid-Verdächtigen bis zur Bestätigung eines negativen Befundes behandeln. Und wir haben natürlich dann die Bereiche, in denen die gesunden Patienten, die Covid-19-negativen Patienten untergebracht sind. Leider hat dies auch eine sehr negative Seite, da wir nicht davon ausgehen können, dass jeder Besucher vernünftig ist im persönlichen Bereich, Kontaktverbote einhält, nicht auf Partys, nicht auf Versammlungen geht, haben wir ein Besuchsverbot in unseren Kliniken. Dies wurde im Einklang mit den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts verhängt. Natürlich geben wir in bestimmten Fällen den Angehörigen die Möglichkeit, die Patienten zu besuchen, beispielsweise wenn es sich um Patienten handelt, die dem Tod sehr nah sind, die im Sterben sind, oder aber auch Patienten, die aufgrund ihres Zustandes auch mal Zuspruch durch Angehörige brauchen, hochdemente Patienten, die aus ihrer Umgebung herausgerissen werden. Natürlich werden die Besucher alle einem Covid-19-Test vor dem Besuch unterzogen und werden unter besonderen Hygienemaßnahmen dann in den Bereich zu ihren Angehörigen geführt. Eine besondere Situation haben wir in unserer Geriatrie, in der Altersmedizin. Das sind ja Patienten, die einem ganz besonderen Risiko unterliegen. Und deswegen nehmen wir in der Abteilung für Geriatrie, für Altersmedizin, nur Patienten auf, die einen frischen, sprich nicht älter als 48 Stunden alten PCR-Test haben, einfach um diese besondere Risikogruppe vor einer möglichen Infektion zu schützen. Um das Personal der Klinik vor einer Infektion zu schützen, haben wir ganz umfangreiche Maßnahmen ergriffen. Dazu gehören die eben beschriebenen Schutzmaßnahmen, Kittel, FFP2-Maske, Händedesinfektion etc. Wir wissen, dass es Bereiche gibt, die ein ganz besonders hohes Risiko für Covid-19-Infektionen haben. Da haben besonders die Italiener, die italienischen Ärzte und Pfleger in der Anfangszeit der Pandemie gelitten. Dort trägt das Personal dann besondere Masken, sogenannte FFP3-Masken. Ich will es an einem Beispiel erklären. Wenn eine Lungenspiegelung, eine Bronchoskopie gemacht wird, dann treten besonders viele Aerosole mit möglichen Keimbelastungen auf. Und da haben wir nochmal eine besondere Steigerung unserer Schutzmaßnahmen. Ich möchte darauf hinweisen, dass all diese Dinge eine ganz besondere Belastung für unser Klinikpersonal darstellt. Körperlich wie auch psychisch. Wenn Sie einen ganzen Tag lang in dieser Schutzkleidung Ihre Arbeit verrichten, das ist körperlich sehr belastend. Doch sollte man auch nicht vergessen, dass dadurch, dass wir keine gemeinsamen Pausen machen dürfen, nicht mal schnell einen Kaffee miteinander trinken dürfen, auch die psychische Belastung für das Personal ganz extrem hoch ist.
Das betrifft vor allen Dingen die Mitarbeiter, die auf der Intensivstation arbeiten, die mit Tod und Sterben zu tun haben. Wenn ein jüngerer Mensch verstirbt, dann muss man sich danach, wenn man ihn betreut hat, austauschen. Und diese Dinge sind alle eingeschränkt, sodass der ein oder andere Mitarbeiter all diese Sorgen mit nach Hause nimmt, weil wir bei uns einfach zum Schutz des Personals, zum Schutz der Patienten die sozialen Kontakte nicht mehr pflegen können. Es ist bedauerlicherweise so, dass es keinen hundertprozentigen Schutz gibt. Das werden Sie in keinem Land der Welt, werden Sie in keiner Klinik erleben, dass man hundertprozentig alle Covid-19-Infizierten an der Eingangstüre abfangen kann. Das hat halt damit zu tun, dass wir eine rund 24 Stunden große Lücke haben zwischen dem Positivwerden des Testes und dem Auftreten von Symptomen. So kommt es zwischendurch vor, dass wir Patienten, die wir vermeintlich als gesund eingeschätzt haben, dann doch wieder mit Symptomen auf unseren Stationen wiederfinden. Und wir sind in diesem Bereich dann gezwungen, nachzuverfolgen, wer hatte Kontakt mit dieser Person, wer hatte Kontakt, wo die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend waren, wer hatte trotz ausreichender Schutzmaßnahmen zu lange Kontakt mit diesen Patienten. Wir sind dann in enger Zusammenarbeit mit unserem Gesundheitsamt und identifizieren diese Mitarbeiter oder identifizieren auch die Nachbarpatienten und testen diese Patienten und Mitarbeiter und isolieren sie. Die Mitarbeiter werden dann unter Umständen in Quarantäne geschickt, dürfen nicht weiterarbeiten. Erfreulicherweise haben wir unsere Schutzmaßnahmen inzwischen so ausgeweitet über diese FFP2-Masken, Händedesinfektion, Kittel tragen, dass wir in den letzten Monaten so gut wie keine Quarantänen bei unseren Mitarbeitern, bedingt durch Kontakte in den Kliniken, hatten. Resultate all dieser Arbeit. Wie gesagt, einen hundertprozentigen Schutz gibt es nicht. Wir können, wenn wir uns die Zahlen der vergangenen 14 Monate anschauen, dennoch darauf hinweisen, dass wir verglichen mit anderen Kliniken, verglichen mit anderen Ländern oder auch Regionen in Deutschland sehr wenig Probleme, sehr wenig größere Zwischenfälle hatten. Trotz der Behandlung vieler Covid-19-Patienten haben wir in all dieser Zeit nicht ein einziges Mal eine Abteilung schließen müssen. Wir haben unser Haus offen halten können, waren für unsere Patienten im Landkreis bereit. Die Infektionen bei Patienten auf der Station und auch bei den Mitarbeitern wurden frühzeitig erkannt. Wir haben durch besondere Aufmerksamkeit vermieden, dass es größere Ausbrüche gegeben hat. Durch Disziplin und Sorgfalt der Mitarbeiter wurde das Hygienekonzept eingehalten. Und dafür möchte ich mich auch hier bei den Mitarbeitern bedanken. Die zurückliegenden Monate haben für uns gute Ergebnisse gebracht. Und ich kann Ihnen sagen, die Südpfalz-Kliniken sind sichere Krankenhäuser, in die Sie sich für weitere Behandlungen begeben dürfen. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Königs, für den Vortrag. Ich habe Fragen hier von den interessierten Zuschauern, die ich gerne zusammenfassen würde. Die erste Frage bezieht sich darauf, ob und was Sie von Antigentests halten. Man liest immer von PCR und Antigen. Es wird beschrieben, dass die Antigen-Schnelltests eben mittlerweile ja großflächig eingesetzt werden. Wo liegen die Unterschiede beim Testverfahren und was halten Sie von diesen Antigen-Schnelltests, die der Zuschauer auch hier jetzt zu Hause auch oder selbstständig durchführen soll? Das ist eine Frage, die ich befürchtet habe. Wir haben von politischer Seite den Willen, möglichst viel zu testen. Weil wer viel testet, findet auch viel. Wir müssen aber sagen, dass ein PCR-Test
nicht durch einen Antigentest ersetzt werden kann. Das Verfahren der Antigentests ist quasi so wie bei einem Schwangerschaftstest. Da wird Eiweiß nachgewiesen, während wir bei dem PCR-Test letztendlich Erbmaterial nachweisen, oder? Das Problem bei den PCR-Tests ist, dass sie langwierig sind. Es gibt zwar auch sogenannte POCT-Tests, also Point-of-Care-Geräte. Das sind dann Geräte, die in den Ambulanzen stehen. Das Problem ist, diese Geräte sind in der Menge der Proben, die sie bearbeiten können, sehr beschränkt. Das ist die eine Einschränkung. Die zweite Einschränkung ist, dass die Testkits aktuell nicht verfügbar sind. Wir haben diese POCT-Tests auch in der Asklepios-Klinik in Kandel. Wir wenden dieses Verfahren an, aber wir können nicht alle notwendigen PCR-Tests mit diesem Gerät durchführen, weil uns die Industrie nicht genügend Testkits zur Verfügung stellen kann. Vielleicht wird das in ein paar Wochen, in ein paar Monaten der Fall sein, aber momentan sind wir für die sicheren Tests, PCR-Tests in einem Labor, noch auf die Labore angewiesen. Wie gesagt, ich möchte nicht zu negativ über diese Antigentests sprechen. Sie haben ihre Bedeutung, sie haben auch ihre Wirksamkeit, aber sie sind mit Vorsicht zu betrachten, weil sie doch eine höhere Anzahl an falsch negativen Befunden ergeben können. Vielen Dank für die erste Frage. Die zweite Frage betrifft multiresistente Erreger. Der Zuschauer fragt, wir haben jahrelang von multiresistenten Erregern gehört und er hat das Gefühl, dass die multiresistenten Erreger seit 14 Monaten vollständig irgendwie aus der Berichterstattung verschwunden sind. Es wurde gesprochen, dass viele Patienten durch multiresistente Erreger auch in Krankenhäusern damit konfrontiert sind. Wie ist die aktuelle Situation und wie schätzen Sie multiresistente Erreger im Rahmen der Pandemie aktuell ein? Multiresistente Erreger gibt es nach wie vor. Multiresistente Erreger werden auch nach wie vor erfasst. Das heißt, die Krankenhäuser erfassen, untersuchen multiresistente Erreger. Sie haben vollkommen recht, es ist aus der Presse verschwunden. Die Zahlen sind vergleichbar geblieben. Wir haben unsere Zahlen in der vergangenen Woche im Rahmen unserer Hygienekommission betrachtet. Wir haben eher eine Abnahme der multiresistenten Erreger. Bei uns im Krankenhaus verschwunden sind sie nicht. Sie sind auch nicht aus dem Augenwinkel verloren worden. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Presse stürzt sich aktuell auf Covid-19 und lässt alles andere links liegen. Vielen Dank für die Aussage zu den multiresistenten Erregern. Die nächste Frage des Zuschauers zielt darauf ab, wie die Impfungen in den Krankenhäusern vorankommen und ob Sie eine Schutzwirkung dieser Impfungen bereits für das Personal sehen und damit auch für die Sicherheit im Krankenhaus. Diese Frage will ich zweigeteilt beantworten. Zum einen die Schutzwirkung zuerst. Unser Personal ist im Lauf der letzten Monate im Umgang mit der Schutzbekleidung, im Umgang mit den Covid-19-Positiven immer versierter geworden, sodass man sich darüber streiten kann, ob die Impfungen der vergangenen 2,5 Monate den Erfolg geringer Infektionsraten beim Personal verursacht haben oder tatsächlich die Impfungen. Wir haben frühzeitig, als die Impfungen angekündigt wurden, uns aufgestellt, haben die Impflisten erstellt. Sie wissen, dass primär die Menschen der Priorisierungsgruppe 1 und 2 geimpft wurden. Die Menschen dieser Gruppe sind bei uns relativ durchgehend geimpft. Es sind ganz geringe Lücken. Auch unter medizinischem Personal gibt es Menschen, die primär mal vorsichtig sind und sagen, na, schicke ich zuerst mal den anderen vor, bevor ich mich dann impfen lasse. Aber wir haben in den Südpfalz-Kliniken einen sehr, sehr guten Impfstatus. Sie wissen, die Jüngeren sind zuerst mit AstraZeneca geimpft worden, sodass wir
hier in den kommenden Wochen die Zweitimpfungen vornehmen. Und dann dürfen wir auch davon ausgehen, dass die Zweitimpfungen 15 Tage später, so ist es, wie uns das die STIKO berichtet, dass wir dann einen ausreichenden Impfschutz haben. Die Impfung zu Beginn war holprig, aber wir haben sie gut durchführen können. All das, was uns an Impfstoff angeboten wurde, sind wir auch an unsere Mitarbeiter losgeworden. Vielen Dank. Eine Nachfrage zum Thema Impfungen. Die Impfempfehlung für Schwangere. Wenn eine Frau jetzt schwanger sein will, sollte sie sich dann jetzt impfen lassen oder würden Sie empfehlen, die Impfung aufzuschieben? Also in dem Moment, wo die Schwangerschaft bereits bestätigt wird, wird seitens der Hersteller empfohlen, nicht zu impfen. Vor der Schwangerschaft wird kein Risiko gesehen. Also eine unerkannte Schwangerschaft und Impfung, nach meinem Dafürhalten, wird es keine negativen Nachwirkungen haben. Vielen Dank. Die letzte Frage würde ich beantworten. Das ist eine Frage, die sich zur Infektionsepidemiologie bezieht. Es wird gefragt, was ist eigentlich eine Inzidenz? Und kann man das einmal für den Normalbürger klar und deutlich erklären? Ja, das kann man. Es ist auch gar nicht so schwer zu verstehen. Wenn Sie sich eine Stadt vorstellen, die exakt 100.000 Einwohner hat und Sie in dieser Stadt die Anzahl der Infektionen messen, dann haben Sie die Inzidenz. Sie haben das Auftreten eines Ereignisses bezogen auf eine Grundgesamtheit, nämlich hier die Einwohner. Und man nimmt hier eben die 100.000 als Zahl. Und das ist die Inzidenz. Diese Inzidenz ist natürlich nicht geeignet oder nur sehr eingeschränkt geeignet, um den Verlauf einer Pandemie zu beschreiben und den aktuellen Erkrankungsgrad, weil sie naturgemäß im Rahmen einer Pandemie immer weiter ansteigen wird. Sie wissen halt nicht, wenn wir jetzt über 14 Monate Pandemie reden, ob die Inzidenzen am Anfang hoch waren und dann jetzt erst niedrig werden. Und dazu führen sie einen Zeitfaktor ein. Und in Deutschland hat man sich auf die sogenannte 7-Tage-Inzidenz geeinigt. Und zurück zum Beispiel, Sie würden in dieser Stadt mit Ihren 100.000 Einwohnern schauen, wie viele Neuinfektionen haben Sie in den letzten 7 Tagen gehabt? Und würden Sie dann immer quasi, wenn jetzt dann der nächste Tag käme, wieder 7 Tage zurückrechnen, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz nehmen. Es ist kein festgeschriebener Faktor, den man da nimmt. Also in Europa zum Beispiel nimmt man auch gerne die 14-Tage-Inzidenz, beschreibt also ein längeres Intervall. Das ist eine Frage der Statistik und die dann eben angewandt wird. Sehr geehrte Zuschauende, wir haben jetzt die Fragen, die uns gestellt wurden, beantwortet. Wie bereits zu Beginn der Veranstaltung angekündigt, werden wir jetzt eine kurze, eine 5-minütige Pause einlegen. Es würde uns freuen, Sie in 5 Minuten wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich darf Sie nun zum zweiten Teil unserer Live-Schaltung bezüglich des Leistungsspektrums und des Hygienemanagements in den Asklepios-Kliniken Südpfalz, Kandel und Germersheim begrüßen. Die äußerst bildliche Darstellung der beiden Vorträge vorher soll Ihnen wirklich zeigen, dass die anschließende Darstellung des Leistungsspektrums, des Angebots, wirklich auch trotz in Zeiten der Pandemie aufgrund dieses wirklich ausgefeilten Managements mittlerweile für den Patienten gefährdungsarmer ist, weitaus gefährdungsarmer als eine verschleppte Erkrankung. Ich möchte Ihnen jetzt hier das Leistungsspektrum der Gefäßchirurgie darstellen, die sich seit dem letzten Jahr eben hier in Kandel angeboten wird. Mein Team besteht eben aus mir, meinen beiden Oberärzten, Herrn Dr. Bodrogi, der im anschließenden Bereich den Chatverlauf moderiert, sowie aus meinem anderen Oberarzt, Herrn Dr. Zatma. Und auch eine wichtige Mitarbeiterin ist Schwester Sabine Bauer, die eben unsere Wundmanagerin ist, hier um eben diese Wunden im Anschluss an eine Versorgung gut zu versorgen. Ja. Ich fange mal mit einer kleinen Übersicht an. Es geht um die Ursachen der Gefäßerkrankungen, es geht um die Therapiemöglichkeiten und anschließend folgen einige Fallbeispiele. Die Ursachen der arteriellen Verschlusskrankheit. Es geht hier um einen gesamtheitlichen Therapieansatz entsprechend der Haupterkrankung. Die Haupterkrankung kann verschiedene Ursachen haben.
Das ist zu 90% atherosklerotisch, sprich eine Verkalkung der Schlagadern aufgrund verschiedener Ursachen. Ursachen, die ich anschließend aufzählen werde. Selten ist es embolisch bei Herzrhythmusstörungen oder eben aus Aneurysmen, was Erweiterungen der Schlagadern sind, die eben durch Wandauflagerungen Gerinnsel abschwemmen können und den Bereich im Weiteren verstopfen können. Im Weiteren muss man über Gefäßentzündungen reden. Das sind eher seltene Erkrankungen, die auch in den Bereich der Angiologie dann fallen. Was führt zu einer Gefäßerkrankung? Erstens mal das Alter. Ist schwer beeinflussbar und ist letztendlich so, dass diese Erkrankungen fast ausschließlich alle im höheren Lebensalter auftreten. Das nächste, was dazu führt, ist Übergewicht. Das ist ein Faktor, den kann man beeinflussen. Resultiert aus dem Bewegungsmangel, der sich unserer Gesellschaft auch breit gemacht hat. Das nächste wäre die Cholesterinerhöhung, also die Blutfette, dass eben hier aufgrund des Übergewichts eben auch hier eben Cholesterinerhöhungen festgestellt werden. Da gibt es diese guten und diese schlechten. Und hier ist es ganz wichtig, eben medikamentös auch in diesem Bereich einzugreifen. Bluthochdruck, ganz wesentliches Thema. Wird oft schön geredet, ist leider nicht so schön, gehört auch hier eben ganz deutlich eingestellt. Rauchen, auch etwas, was man beeinflussen kann, sollte man auch beeinflussen. Das nächste, was auftritt, ist ein Diabetes mellitus. Eben in 95% der Fälle ein sogenannter Typ-2-Diabetes, ein sogenannter Altersdiabetes. Und wir reden hier über knapp 10 Millionen Diabetiker in der Bundesrepublik Deutschland. Tendenz leicht zunehmend. Und das Schlimme daran ist, dass es sich bereits im jugendlichen Alter breit macht, eben dass die Jugend oder bereits im Kindesalter durch Bewegungsmangel hier Adipositas auftritt, die auch hier zu einem Diabetes führen kann. So, jetzt diese Rauchen, Bluthochdruck, Cholesterinerhöhung, Übergewicht sind alles Faktoren, die man beeinflussen kann. Bereits dietetische Maßnahmen können das Risiko eines Diabetes deutlich vermindern. Letztendlich sind es alles Erkrankungen, die über lange Zeiten auftreten. Also diese lange Cholesterinerhöhung, ein lang bestehender Blutdruck, ein lang bestehender Nikotinabusus, also Rauchen, das sind Sachen, die führen dann später eben zu diesen Erkrankungen. Bleiben wir mal bei der Gefäßerkrankung durch den Diabetes mellitus. Sie sehen auf der rechten Seite eine Arterie von innen mit ein paar Blutkörperchen und was Gelben. Dieses Gelbe sind Ablagerungen der Gefäßwand, die zunehmen können und das Gefäß verschließen können. Es kann auch zu Auflagerungen auf diese Ablagerungen kommen. Und diese Auflagerungen können eben auch durch Gerinnselbildung dieses Gefäß plötzlich akut verschließen, sodass eben entsprechende Beschwerden auftreten. Unten sehen Sie einen Patientenfuß mit einer Stimmgabel dran. Mit dieser Stimmgabel kann man die Empfindungsfähigkeit, die Tiefenempfindungsfähigkeit des Fußes überprüfen. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Hand mit zwei Leitungen und dazwischen so ein Gerät geschaltet. Das bedeutet Dialyse. Das heißt, hier ist der Körper nicht mehr in der Lage, die Giftstoffe aus seinem Blut zu entfernen. Der Diabetes führt nämlich zu einer sogenannten Mikroangiopathie und das ist eine Erkrankung, die die kleinen Gefäße betrifft und durch die Einlagerungen in die Wand nimmt die Fähigkeit zum Stoffaustausch aufgrund der entzündlichen Wandverdickung ab. Das führt im langen Verlauf, Spätfolge wiederum, bei schlecht eingestellten Diabetes, bei schlecht eingestellten Risikofaktoren zu einer sogenannten diabetischen Retinopathie, die auch heute leider noch oft zu einer Erblindung führt. Die Nieren sind betroffen. Das nennt man eine diabetische Retinopathie. In diesen Abstufungen kann es im schlimmsten Fall im Endstadium auch zu einer Dialysepflichtigkeit kommen. Die Nieren an sich sind so nicht mehr belastbar durch die Begleiterkrankungen wie Herzkatheter oder andere Röntgenuntersuchungen, bei denen eventuell Kontrastmittel verwendet werden muss, kann eine schlechte Niere bereits in eine Dialyseniere sich verwandeln. Zu den Nerven, das ist das mit der Stimmgabel und das betrifft dann vor allem im Fußbereich diese diabetische Polyneuropathie. Das heißt, eine Sensibilitätsverlust im Bereich der Extremitäten und das erhöht die Verletzungsgefahr. Weiterhin kommt es hier durch eine Fehlsteuerung der Fußmuskulatur zu einer Fehlstellung der Zehen, Krallen
und Hammerzehen können entstehen, die entsprechende Druckstellen nach sich ziehen. Diese Druckstellen heilen dann aufgrund einer schlechten Durchblutung bei Patienten mit einem Diabetes mellitus eben nicht mehr ab. Im Weiteren betrifft es natürlich auch die großen Gefäße, sprich das Herz, koronare Herzkrankheit, die zum Herzinfarkt führen kann. Im Weiteren auch Verengung, Verschlüsselung der Halsschlagadern, die zu einem Schlaganfall führen können, der verschiedenste Ausprägungen hat. Das können leichte Sehstörungen sein, ein Grieseln, was mal durchs Auge fährt. Das können kurzzeitig mal Sensibilitätsverluste sein, Sprachstörungen, die ganz kurz auftreten. Oder halt auch ein invalidisierender Schlaganfall, sprich bis zu einer Halbseitenlähmung. Die arterielle Verschlusskrankheit der Beine ist natürlich dann das, was auch noch auftreten kann, durch Rauchen und durch Diabetes mellitus. Hier sehen Sie ein Bild der Halsschlagadern. Auf der rechten Seite sehen Sie die hirnversorgende Arterie verschlossen und auf der linken Seite sehen Sie eine sanduhrförmige Verengung und das ist diese hochgradige Engstelle, die man in diesem Fall eben auch entsprechend im Stadium operieren muss. Hier sehen Sie ein Verschlussmuster, wie wir das nennen, bezüglich der Oberschenkelschlagader und der Beckenschlagader. Man sieht, dass die rechte Leistenregion, also wenn man auf das Bild guckt, jetzt links, dass hier eigentlich eine komplette Auslöschung der Schlagadersystems erfolgt ist, bis hoch ins Becken und hier nur noch Umgehungskreisläufe bis dann unterhalb, bis kurz oberhalb des Knies funktionieren. Das soll zeigen, dass hier ein ganz individuelles Versorgungsmuster entsprechend des Beschwerdestadiums des Patienten eben angeboten werden muss. Was für Beschwerden haben Patienten mit einer arteriellen Verschlusskrankheit? Wadenschmerzen. Die sogenannte Schaufensterkrankheit. Das heißt, die Patienten können laufen und irgendwann bleiben sie stehen. Also es ist nicht so, dass es gleich weh tut beim Loslaufen, sondern es tut nach einer Weile weh. Und individuell unterschiedlich, je nach Beschwerdebild. Im Stadium 1 haben wir eine Engstelle im Ultraschall oder im Röntgen oder sonst wo, ja, die zu keinerlei Symptomen führt. Solche Sachen beobachtet man und lässt sie dann einfach in Ruhe. Stadium 2a nennt sich das, eine schmerzfreie Gehstrecke über 200 Metern. Auch das ist eher ein beobachtungspflichtiger Befund, es sei denn aufgrund der doch deutlichen Einschränkungen, das ist jetzt 300, 500 Meter sind, das hängt dann wirklich ab von der eigenen Gehstrecke. Und ob das jetzt berufsbedingt dann auch erforderlich ist, da gibt es immer noch so individuelle Parameter, die hier eben berücksichtigt werden müssen. Stadium 2b, schmerzfreie Gehstrecke unter 200 Metern, also 200 Meter ist nicht gerade viel. Also wenn ein Patient sagt, er kann 100 bis 200 Meter gehen und man überprüft das vielleicht durch ein Laufband oder durch lässt ihn einfach mal zwei Etagen hochlaufen und er greift sich in die Wade, dann weiß man eigentlich schon, was Sache ist und wie weit die Toleranzsache ist bei ihm. Ruheschmerzen. Patient klagt über dauernde Schmerzen, lässt nachts auch das Bein aus dem Bett hängen, dass sich das eben mit Blut füllt und nicht so wehtut, nimmt schon Schmerzmittel vielleicht. Stadium 4, trophische Störungen, sprich Auftreten von Geschwür, von einem Gangrän, Ulkus und all das heilt nicht ab. Wird über Tage, Wochen, auch Monate oft nicht besser. Das kann dann bezeichnet man dann schon als eine kritische Ischämie. Sprich, das kann dann so aussehen, dass der Fuß wirklich auch ziemlich blau ist. Auf der anderen Seite können eben solche Wunden auftreten, die eben so nicht mehr abheilen. Also hier redet man eigentlich schon von einer amputationsbedrohten Extremität. Das ist ein leider wohl verschleppter Befund, der eigentlich umgehend versorgt gehört. Verschlusskrankheit und die diabetische Polyneuropathie ist ein ganz wichtiges Thema, weil der Nicht-Diabetiker, sprich der Raucher, der kommt, sobald er Schmerzen hat. Jemand, der eine Embolie bekommt, bei dem sich das Gefäß sofort verschließt, der kommt, weil er Schmerzen hat. Das spürt der sofort, dass das Blut hinten dran eben nicht mehr ankommt. Während ein Diabetiker, bei dem wird durch die diabetische Polyneuropathie diese vorher genannten Beschwerdestadien aufgehoben. Der kommt erst, der spürt den Schmerz nicht, wenn er läuft, ja, durch das Fehlen der Sensibilität, das man in diesem Stimmgabelversuch bei einem gesunden Fuß durchaus schon rauskriegen kann.
und er läuft sich langsam mal Wunden an seinen gewohnten Schuhen, die er dann zu seiner kleinen Stadtwanderung trägt, treten dann Blasen auf, diese Blasen heilen nicht ab und die können zu schweren Entzündungen führen, Eiterstraßen in den Fuß und im schlimmsten Fall leider auch zu Amputationen. Das kann dann einfach mal so eine Schwiele sein, die dann immer weiter belastet wird und aufgrund dass dort Keime eintreten, können die sich im gesamten Fußskelett wie Straßen entlang der Sehnen ausbreiten und eine schwere Phlegmone verursachen. Das sehen wir leider nicht selten. All dies nur, weil der Patient das hier nicht sieht und auch nicht spürt. Zum Corona möchte ich noch eine kleine Folie einfügen. Die Kollegen vorhin haben das sehr schön dargestellt, sowohl der Herr Eichenauer mit der Infektiologie als auch der Herr Dr. Königs mit der Hygienemaßnahmen, die wir getroffen haben. Man muss wirklich sagen, dass die Gefahr der Erkrankung, der verzögerten Erkennung und damit auch dem verzögerten Behandlungsbeginn gefährlicher sind als die Corona-Infektion, die mögliche Corona-Infektion in einem Krankenhaus. Egal jetzt ob unseres oder woanders, die Maßnahmen sind getroffen, das wird seit einem Jahr durchgezogen und man muss sagen, die Hygienekonzepte greifen. Deshalb ist auch bei kleinsten Läsionen, nicht nur bei kleinen, sondern bei kleinsten Läsionen, die plötzlich auftreten, nicht weggehen, umgehend der Hausarzt zumindest aufzusuchen oder eben hier auch einen Spezialist, um schnellstmöglich eine individuelle Diagnostik in die Wege zu leiten und ebenfalls die stadiengerechte Therapie zu starten. Und die Pandemie führt leider dazu, dass die Patienten den Arztbesuch meiden. Das ist durchaus zu verstehen, die Verunsicherung, die aufgrund von vielen, vielen Informationen und Verboten dem Patienten und vor allem auch den Angehörigen auferlegt wurde, führt wirklich das dazu, dass die Patienten eben sagen, naja, dann bleibe ich lieber zu Hause. Aber wenn die es halt nicht spüren, dann ist leider der Befund oft schon sehr schlimm. So, Therapiemöglichkeiten der arteriellen Verschlusskrankheit. Das erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Kardiologie, Diabetologie, Wundmanagement, Nierenärzten, auch Neurologen. Und ohne ein Wundmanagement oder begleitende Diabetologie ist eine Gefäßchirurgie eigentlich nur die Hälfte wert. Ja, es bringt nichts dazu, einen Bypass zu machen und das sieht alles wunderbar aus und man kümmert sich nicht um die Wunde und benutzt rückständige Verbandsmaterialien oder alte Konzepte. Das ist nicht Stand der Technik. Diese modernen Verbandstechniken und Wundauflagen beinhalten oft Schmerzmittel, die den Patienten Erleichterung bringen, granulationsfördernde, reinigende Verbände, Pflaster und so gesteuerte Vakuumverbände bei komplizierten Wunden. Und diese sind einfach aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. In Kandel haben wir mit der Frau Bauer ein zertifiziertes Wundmanagement, das sich speziell eben um Wunden dieser Art kümmert. Parallel dazu machen wir die Diagnostik und Therapie des Diabetes mellitus entsprechend der Werte wie HbA1c und haben auch die Möglichkeit, hier einen oralen Glukosetoleranztest, sollte ein Aufnahmewert erhöht sein, ein nüchtern Wert, dann kann man eben mit diesem sogenannten oralen Glukosetoleranztest pathologische Glukosewerte im Blut feststellen. Hier können wir dann eine Diabetesberatung einleiten, kontaktieren den Hausarzt und gemeinsam in diesem Konzept führen wir den Patienten dann weiter. Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Das Wichtigste, individuell, stadiengerecht unter Berücksichtigung der Risikofaktoren. Es hat keinen Sinn, irgendeine ältere Dame, 80, 90 Jahre, einer 4-5 Stunden Bypass-Operation oder so eine Kunstsache zuzuführen, sondern da geht es darum, dass man hier mit möglichst geringem Aufwand, möglichst wenig invasiv der Patientin versucht oder dem Patienten versucht, eben hier zu helfen. Gegebenenfalls eine kardiologische Optimierung. Viele dieser Patienten kommen einfach von zu Hause aus und sind dann doch in einem schlechten kardiologischen Zustand, überwässert, dicke Beinödeme. All das muss man vorher in Ordnung bringen. Insbesondere dann auch die Nierenwerte, nephrologische Optimierung, eine Infusionstherapie, gegebenenfalls zur Kontrastmittelprophylaxe, auf die ich gleich noch eingehe. Hier, fortgeschrittene Niereninsuffizienz, haben wir die Möglichkeit der CO2-Angiografie. Hier wird kein jodhaltiges Kontrastmittel verwendet bei einer fast gleichen Bildqualität. Und da sind wir ganz froh darüber, dass wir das eben hier auch regelmäßig anwenden können. Diagnostische Möglichkeiten. Das Einfachste ist Pulsetasten.
Das lässt sich manchmal nicht so einfach realisieren, weil diese Verkalkungen der Fußarterien, obwohl sie durchströmt sind, das sieht man dann eben in der Dopplersonde, das ist ein kräftiges Signal, aber durch diese Mediasklerose, sprich diese Wandverdickung der Arterie in der Mitte, ist das so ein starres, strohhalmartiges Gefäß, dass sich da keine Pulswelle tasten lässt. Wir haben die Möglichkeit der farbkodierten Duplex-Untersuchung und nutzen diese auch ausgiebigst. Ja, das heißt, zur Operationsvorbereitung und Planung, sprich, wie ist der Einstrom, gibt es noch irgendwelche relevanten Gefäße am Unterschenkel, um hier irgendeine Revaskularisation zu erreichen? In welchem Zustand sind diese Gefäße? Das kann man alles ziemlich gut mit dem Ultraschall darstellen. Um die Perfusion eines Organs, zum Beispiel der Niere oder ähnliche Sachen darzustellen, können wir auch den Kontrastmittel-Ultraschall verwenden. Die CT-Angiographie bei Verschlüssen der Haupt- und Beckenschlagadern, sprich Bauchschlagader, Beckenschlagader, Oberschenkel ist sehr gut. MRT können wir auch veranlassen. Diagnostische digitale Subtraktionsangiographie oder CO2-Angio bei Niereninsuffizienten mit minimalinvasiver Interventionsmöglichkeit im OP. So, das hört sich jetzt irgendwie ziemlich umständlich an, ist aber letztendlich genau zielführend und sehr einfach im Abhandeln. Wir haben die Möglichkeit, einfach aufgrund einer Ultraschalluntersuchung entsprechend dem Beschwerdebild des Patienten im OP eine Angiographie durchzuführen, eben auch nierenschonend, und können dann hier genau einen OP-Plan festlegen. Sei es nur durch eine OP nach Befund mit einer simultanen Wundversorgung, sei es eine Angioplastie mit Stent-Implantation, dass wir eben nur eine Ballonaufdehnung und einen Stent implantieren, wenn notwendig, und gegebenenfalls das Ganze verbinden mit einer Bypass-Operation. Das wäre dann ein sogenannter Hybrid-Eingriff. Dementsprechend ist das technische Portfolio da, Ballonkatheter, Stents, sogenannte Gefäßstützen aus Metall, Stents mit einer Umhüllung, um eben auch Blutungen oder ähnliche Aneurysmen auszuschalten, PTFE-Prothesen, wenn eben keine eigene Vene verfügbar ist, wobei die eigene Vene immer das bessere Material ist, Endoprothesen für Aneurysmen der Aorta und Beckenarterien. Das Ganze sieht dann so aus, das sind solche Schläuche, dann haben wir da unten einen Stent mit so einer Hülle auf einem Ballon montiert. Dann haben wir hier so eine Prothese für eine Beckenschlagader. Die kann man auch maßgerecht anfertigen lassen. Und hier sehen wir eine Aortenprothese, die man alle endovaskulär einbringen kann. Das kann man minimalinvasiv machen über Punktionen der Leistenschlagadern. Hierzu haben wir auch eine moderne Angiographieanlage, in der normalerweise die Herzkatheter durchgeführt werden. Und wir können im Rahmen der Zusammenarbeit hier mit Professor Stüttmann diese Eingriffe mit dieser modernen Angiographieanlage eben auch durchführen. Beispiele. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein sogenanntes Lerisch-Syndrom mit Thrombosierung der Aorta ab den Nierenarterien. Sprich, dieser Patient hat eine deutlich eingeschränkte Gehstrecke. Der kommt 50 Meter weit und dann kann er nicht mehr weiter. Ist relativ jung gewesen, ist er immer noch, und hat eben hier diese entsprechenden Beschwerden, und die schränken ihn in seinem Beruf deutlich ein. Er droht also auch der Jobverlust bei solchen Erkrankungen der Jüngeren, die so Anfang 50 sind. Was macht man hier? Diagnostik, kaum tastbare Leistepulse, man macht einen Ultraschall und dann macht man ein Angio-CT, weil man im Ultraschall gesehen hat, dass von oben der Fluss recht schlecht ist. Was hat er bekommen? Eine sogenannte bifemorale Y-Prothese und Entlassung am 8. Tag, und das Ganze sieht dann so aus von der Prothese her. PAVK 2B, wir erinnern uns, 2B ist eine Gehstrecke unter 200 Metern. Kaum tastbarer Leistenpuls im Ultraschall, ja, MRT haben wir gemacht, drohender Aortenbifurkationsverschluss. Also der Aortenbifurkation ist ungefähr auf Nabelhöhe, und hier droht dann eben ein Verschluss. Und damit würde, wenn das zugehen würde, das gleiche drohen wie bei dem Patienten, den wir vorher gesehen haben, nämlich dass die ganze Schlagader bis unterhalb die Nieren zugeht. Das will man natürlich auch vermeiden. Das Ganze sieht dann im OP so aus, da hat man schon einen Katheter hochgeschoben. Dann haben wir eben diese Stents mit dieser Umhüllung dahin gebracht, einen von der linken, einen von der rechten Seite. Und im Abschlussbild sieht es dann so aus, dass beide Beckenschlagadern wieder richtig durchströmt werden und der Patient normal laufen kann.
endovaskuläre Inflammation, zweige Covered Stents in Kissing-Technik nennt man das. Nahtaneurysma nach einer Y-Prothese. Das ist eine Spätkomplikation, wenn die so 10, 20 Jahre drin sind. Dann kann es an den Nahtstellen zu Erweiterungen kommen. Das sind dann Wandschwächen, die eben fortschreiten. Wenn man das rechtzeitig entdeckt, dann kann man das auch dementsprechend behandeln. Auch hier endovaskuläre Versorgung mit zwei gecoverten Stents. Es war ein Zufallsbefund bei unklaren abdominellen Beschwerden und das sieht dann so aus. Also das ist der Fluss von oben nach unten. Und diese Kugel ist genau die Stelle, wo eben diese Prothese auf die originale Schlagader angenäht worden ist. Dann haben wir zwei Stents eingebracht und damit war das Aneurysma ausgeschaltet. Das, was man vorher noch als Gefäß gesehen hat, ist die innere Beckenschlagader. Die haben wir in dem Fall verschlossen, weil von der anderen Seite her ein deutlich suffizienter Fluss da war. Symptomatisches 180-Grad-Kinking, das heißt Biegung, Verbiegung der Arteria carotis interna. Die Patientin ist notfallmäßig mit Schlaganfallsymptomatik, die wieder rückläufig war, Gott sei Dank, auf unsere Stroke-Unit gekommen. Die Diagnostik hat im Ultraschall hier eine Knickstenose ergeben mit 180 Grad und hohen Flussbeschleunigungen. Und was man hier macht, ist, dass man eine Kürzung durchführt, sprich man zieht das etwas runter und näht dann die Hirnschlagader wieder auf die andere Schlagader drauf. Aneurysma spurium, der Radialis nach auswärtiger Koronarangiographie. Ein Aneurysma spurium ist eine Blutung ins freie Gewebe nach Verletzung einer Arterie, die selbst so eine kleine Hämatomkugel bildet. Das kann so bleiben, das kann allerdings auch schlimmer werden. Insbesondere wenn diese Kugel eben weiter pulsiert, ist es ein recht instabiles Gebilde. Man entfernt diesen Bluterguss einfach, weil die Punktionsstelle normalerweise der Größe einer Nadel entspricht. Das sind nur ein bis nicht mal Millimeter, anderthalb Millimeter vielleicht, je nachdem, wie die Nadel da reingegangen ist. Und dann legt man das an der Stelle frei und übernäht das dann direkt. Das haben wir dann getan. Das sieht erstmal so aus. Eine richtige kleine Beule am Handgelenk. Das ist dann die intraoperative Darstellung. Und nachdem das entfernt war, hat man diese kleine Punktionsstelle gesehen und hat es dann übernäht. Bauchartenaneurysma, auch was im Spektrum der Gefäßchirurgie, 55 mm. Auf Wunsch der Patientin wurde das mit einer Rohrprothese, sprich offene Operation, versorgt. Auch wenn die Angiographie hier die Möglichkeit einer endovaskulären Ausschaltung zeigt, die wir eigentlich empfohlen hatten, wollte sie eine offene Operation und hat damit auch ein ganz gutes Ergebnis durchgebracht. Zustand nach Leistenpatchplastik auswärts, persistierendes Ulkus der Großzehe. Leistenpatchplastik bedeutet, dass man die Leiste eröffnet, auf die Arterie eingeht und die Leistenarterie längs eröffnet, den entsprechenden Kalk dort eben entfernt und eine Erweiterungsplastik, sprich eine Flicken, dort aufnäht. Das haben Kollegen auswärtig gemacht. Im Weiteren ist das Geschwür an der Großzehe halt leider nicht abgeheilt. Das ist durchaus legitim, das erstmal so zu versuchen. Sprich, man muss nicht gleich die maximalen Möglichkeiten ausnutzen. Das sollte man bei Gefäßpatienten eigentlich auch zurückhaltend sein, weil eben die Belastung durch lange Operationen und ausgedehnte Operationen nicht zu unterschätzen ist. Was haben wir gemacht? Wir haben Ultraschall gemacht, haben gesehen, dass die Unterschenkelarterie führend an der Außenseite des Unterschenkels offen ist, sind in OP gegangen, haben eine sogenannte Crossover-Angiographie gemacht, sprich, man hat die Gegenseite punktiert und einen Katheter auf die Gegenseite geführt. Dann haben wir gesehen, dass unterhalb des Knies eben genau wie im Ultraschall gesehen eine ausgezeichnete Abflusssituation besteht. Und haben dann hier eben einen Bypass von der Leiste, eigentlich von der Beckenschlagader, um eben die Leiste nicht mehr zu operieren, dann eben da drauf geführt. Grenzzone, Amputation durchgeführt. Und hier sieht man dann im Weiteren, nach der Revaskularisation, dass eben der Anfangsbefund sich unter einer Durchblutungsverbesserung und entsprechenden Wundverbänden beim diabetischen Fuß durchaus verbessern kann. Und solche Wunden gehören schnellstmöglich in eine Diagnostik und nicht lange aufgeschoben. Hier haben wir noch so einen kleinen Kolibri, das nennt sich Subclavian Steel Syndrom. Das ist nichts anderes als ein Verschluss der Schlüsselbeinschlagader, der zu einem Umkehrfluss einer Hirnarterie führt, nämlich der Vertebralis.
Dieser Umkehrfluss führt dazu, wenn eben Arm bewegt wird und eben Blut benötigt wird, kann es zur Schwindelsymptomatik kommen, und das war dann hier auch der Fall. Was macht man bei sowas? Man versucht, diese Engstelle zu sondieren, zu passieren und bringt dann hier einen Stent ein, und das Ganze geschieht minimalinvasiv über die Armschlagader selbst. Dann haben wir hier noch einen, jetzt kommen mehr so die endovaskulären Therapievorschläge, um eben auch Patienten zu versorgen, ohne ihnen gleich hier die Maximaltherapie in Form eines Bypasses anzutun, in Anführungszeichen. Diese Sachen sind oft auch in Lokalanästhesie, in örtlicher Betäubung durchführbar. Das machen wir hier eigentlich ganz gerne und regelmäßig. Wenn der Patient ruhig liegen bleiben kann, kommt dann auch ein sehr gutes Ergebnis raus. Wir haben hier eine Angiografie und eine endovaskuläre Rekanalisation im OP gemacht mit Stentimplantation. Das war das Bild. Ja, kein Popliteapuls, monophasische Duplexsignale, sprich, da ist keine große Amplitude im Ultraschall zu sehen gewesen. Was macht man? Man versucht hier mit dem Draht durchzukommen, das ist hier gelungen. Dann überprüft man die Lage mittels eines Katheters und sieht, dass der Abstrom regelrecht ist. Das heißt, man ist also in der richtigen Schicht, kann dann eben mit einem Ballonkatheter diese Engstelle vordehnen und gegebenenfalls mit einem Stent versorgen und hat dann das Gefäß in seiner Länge so wiederhergestellt. Dreierstadium rechts, sprich Ruheschmerzen. Das spricht dafür, das ist das Bild, was ich anfangs gezeigt habe. Sowas lässt sich bei dieser Patient, war ein schwerer Raucher, lässt sich endovaskulär das eigentlich nicht sinnvoll herstellen. Man macht hier das klassische Gefäßportfolio auf, sprich man macht einen Crossover-Bypass von links nach rechts und man macht einen Fempop-Bypass rechts oberhalb des Kniegelenkes, um hier das rechte Bein wieder der Durchblutung zuzuführen. Stentverschluss in der Iliaka rechts, in der Beckenschlagader. Auch hier der Duplex als erste Maßnahme zeigt ein schwaches Signal. Entschluss, das eben im OP so anzugehen, dass man hier eine Angiografie macht nach Punktion der Schlagader. Sieht man hier bereits in der Durchleuchtung die Stents. Es gelingt, diese Stents zu passieren. Ganz wichtig, Lagekontrolle mittels eines Angiografiekatheters der Gegenseite und dann hier Neuimplantation eines Stents. Die Gegenseite, die haben wir dann im Anschluss noch behandelt, weil auch hier bereits eine ziemlich hochgradige Stenose zu sehen ist. Stadium 4, diabetisches Fußsyndrom, Verschluss der Arteria tibialis anterior und fibularis, das sind 2 von 3 Unterschenkelarterien. Sieht man hier bei dem älteren Patienten, dass die Angiografie bis zum Knie unauffällige Verhältnisse zeigt. Wir haben hier dann bei offenem Gefäß versucht, diese andere Schlagader wieder zu sondieren. Das ist uns mit dem ganz feinen Draht gelungen. Da sieht man hier den weiteren Abstrom ins Gefäß. Und dann haben wir mittels feinem Ballon, 2 mm etwa 20 cm lang, ist es uns gelungen, dieses Gefäß wieder in der Form zu öffnen. Sowas hält im Grunde nicht ewig, das wissen wir. Ja. Es ist allerdings so, dass das durchaus so lange halten kann, um eben Wunden zum Abheilen zu bringen. Das ist das Wichtigste letztendlich. Nochmal diabetisches Fußsyndrom, auch wieder selektive Rekanalisation. Und selektiv bedeutet hier, dass wir mit dem feinen Draht eben die Arterie selbst auffädeln, den Katheter in Position bringen und so extrem viel Kontrastmittel sparen können. Wir sehen hier diese Schlagader, sehen hier den Ballon und sehen hier dann das Ergebnis der Aufdehnung. Zu Schluss noch ein Aortenaneurysma, was wir gehabt haben. Endovaskuläre Aortenreparation, sprich mit einer Endoprothese, die dann so aussieht, kann man dieses 65 mm durchmessende Aneurysma, sprich Erweiterung der Schlagader, je nach, es ist alles sehr individuell, kann man dann therapieren. Im Ultraschall mit der Kontrastmittelsonographie zeigt sich hier nochmal das Aneurysma. Was man hier als hell erleuchtet sieht, ist der Blutfluss. Und Sie sehen, im Aneurysma selber ist kein Blutfluss und somit hat man hier eine Ausschaltung erreicht. Das Versorgungsspektrum der Gefäßchirurgie in Kandel. Individuelle Diagnostik, Kontrastmittelsono, Duplex, CT, MRT, DSA und vor allem eine leitgerliniengerechte Therapieempfehlung.
Wir führen hier Anlage von Dialysezugängen durch, Anlage von venösen, anterovenösen Fisteln, Cimino, dem Meerskatheter in Lokalanästhesie in Zusammenarbeit mit dem Nierenzentrum Karlsruhe, Dr. Seufert und Kollegen. Wir führen die Karotis-Trompendarterektomie als Patchplastik oder Eversions-TEA durch. Dies auch als Sekundärprophylaxe bei symptomatischen Veränderungen der Halsschlagadern, die notfallmäßig auf unsere Stroke Unit kommen. Die Versorgung aortaler und iliakaler Aneurysmen offen als auch endovaskulär. Minimalinvasive endovaskuläre Versorgung von Arterien, Verengungen oder Verschlüssen. Sei es auch Viszeralarterien, sprich Nierenarterien, Stenosen. Offene Bypasschirurgie bis zum pedalen Bypass mittels autologer Vene, sofern noch vorhanden, oder PDFE-Prothesen simultan mit endovaskulären Techniken als sogenannte Hybridoperation. Stadiengerechte Varizenoperation beim komplizierten gemischten Ulkus. Und die enge Zusammenarbeit mit der Kardiologie der Asklepios-Klinik Kandel mit Professor Stübmann und Kollegen. Nicht zu vergessen am Schluss nochmal ein modernes Wundmanagement, ohne dass diese ganze Durchblutungstherapie nicht von Erfolg geprägt wäre. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen, die nun vom Herrn Dr. Bodrogi, meinem Oberarzt, im Chatverlauf gemanagt wurden. Vielen Dank für Ihren Vortrag, Herr Kotscher. Die erste Frage lautet: Wann sind offene operative Eingriffe durch von Ihnen genannten endovaskulären Eingriffe ersetzbar? Die offenen Eingriffe sind jederzeit möglich. Die endovaskulären Eingriffe sind nicht immer möglich und vor allem nicht immer sinnvoll. Letztendlich richten sich alle Maßnahmen nach dem Beschwerdestadium des Patienten. Sprich, unterhalb des Kniegelenkes würde man bei nur einer eingeschränkten Gehstrecke keine große Operation durchführen, aber eine kleine endovaskuläre Aufdehnung könnte hier durchaus schon den durchschlagenden Erfolg bringen, ohne dass man jetzt ein großes Risiko eingehen muss. Es geht hier vor allem bei den endovaskulären Techniken um die sogenannten Landungszonen und um die Bewegungsbereiche der Gelenke. Also auch die Abgänge von Hauptschlagadern gehören eigentlich keiner endovaskulären Therapie zugeführt, sprich im Unterschenkel, wo die Trifurkation ist, wo sich die drei Arterien aufspalten, da würde man normalerweise keinen Stent einsetzen, ne, sondern das ist ein Zielgebiet bei einer Verschlusssituation, wo man eben entsprechend des Beschwerdestadiums einer kritischen Ischämie oder einer Gangrän einen Bypass eben anlegen würde. Nächste Frage lautet: Kann Schwindel ein Anzeichen von Verkrankungen der Halsschlagader sein? Wenn ja, was kann ich dann tun? Der Schwindel und die Halsschlagader, Verengung, Verkalkung oder sagen wir mal einfach nur Veränderungen, das sind so zwei Sachen, die nicht unbedingt hundertprozentig zusammenpassen. Der Schwindel kann auftreten durch, wie beschrieben, eine Verschluss- oder hochgradige Verengung der Schlüsselbeinschlagader, wo es zu einem Umkehrfluss der einen Hirnschlagader kommt, nämlich der Vertebralis, und hier durch Armbewegung eben dem Kopf das Blut entzogen wird. Das ist eine eindeutige Geschichte, sowas ist ganz einfach zu erklären. Die Karotisstenose selber und der Schwindel, hängt dann immer davon ab. Also man würde eine Karotis nicht versorgen, weder endovaskulär noch operativ, wenn sich nur ein geringer Verengungsgrad hier zeigen würde. Das muss man ganz klar an den Leitlinien dann festhalten. Nächste Frage ist: Was halten Sie von einer Milzembolisation bei Hypersplenismus? Ja, eine Milzembolisation bei Hypersplenismus. Das ist eine sehr individuelle Frage und eine sehr individuelle Indikationsstellung auch. Das hängt von vielen Faktoren ab, wie vom Blut und Thrombozytenbildung und wie groß die Milz denn letztendlich ist, ob Beschwerden hier auftreten. Das kann man mal versuchen, wenn man das selektiv angehen will. Ja. Sowas würde ich allerdings nur wirklich in größeren Abteilungen mit entsprechender Indikationsstellung dann durchführen lassen. Und die letzte Frage: Bieten Sie die Möglichkeit einer Zweitmeinung an? Die Zweitmeinung bezüglich einer Amputation, ja, das bieten wir hier an. Und zwar ist es so, dass entsprechend der Krankenkassenvorschriften die Zweitmeinung
das Einholen der Zweitmeinung auch von den Krankenkassen bezahlt wird, inklusive Transportkosten und Kosten jeglicher Art. Das ist ganz wichtig, dass hier von Fachleuten, es geht hier nicht darum, andere Gefäßchirurgien in irgendeiner Form zu überprüfen, aber dass, wenn irgendwo jemand ist, wo die Extremität soll amputiert werden und der will eine Zweitmeinung, das stellen wir hier zur Verfügung, ja. Vielen Dank. Danke für Ihre Fragen. Jetzt darf ich dann überleiten zu meinem Kollegen, Professor Dr. Stippmann, der nun im weiteren Verlauf über das Leistungsspektrum der Kardiologie weiter berichten wird. Herr Professor Stippmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie nochmals. Lieber Cetin, ich danke dir für die Überleitung. Und ich fange eigentlich schon damit an, dass ich zunächst einmal sage, Kandel entwickelt sich immer weiter und auch die Südpfalz-Kliniken, bestehend aus Germersheim und Kandel, entwickeln sich auch immer weiter. Inzwischen bilden wir so etwas wie ein kardiovaskuläres Zentrum. Und ohne, dass der neue Chefarzt in der Gefäßchirurgie gekommen wäre, hätten wir in der Kardiologie bei weitem nicht so ein spannendes Leben. Es ist seitdem sehr viel erfrischender geworden. Wir haben neue Krankheitsbilder. Wir haben mehr Krankheitsbilder und wir können zusammen auch im Team sehr viel mehr schaffen. Ich bin heute da, um Ihnen zu erzählen, wie das Krankenhaus funktioniert in Zeiten der Pandemie und wie das Leistungsspektrum der Kardiologie aussieht. Wir hatten jetzt die Infektiologie, wir hatten jetzt schon die Hygiene. Und wenn wir alles einhalten, dann müssen wir in der Kardiologie nichts einschränken. Das heißt, Sie können zu jeder Zeit wieder ins Krankenhaus kommen und wir können Sie zu jeder Zeit auch sicher hier behandeln. Jetzt ist aber die Frage, wer behandelt Sie? Wir hatten schon einmal gesagt, wir haben keine Besucher mehr. Wir haben keine Angehörigen. Also müssen wir in irgendeiner Form gewährleisten, dass die Information, die Patienten vielleicht nicht immer verstehen oder die in ihrer Tragweite so weit geht, dass sie das gerne in der Familie besprechen wollen, dass wir das zusammen gewährleisten können. Wir müssen also dafür sorgen, dass aus unserer Kardiologie dieses Wissen rauskommt. Jetzt ist die Frage, wie viele Patienten sehen wir? In Kandel sind es knapp 200 Patienten, Betten, die wir haben. Und etwa 120 Betten davon gehören der inneren Medizin. Das bedeutet, wir sind eine große Abteilung innerhalb des Krankenhauses. Und es ist auch wichtig, dass Sie verstehen lernen, dass wir teilweise pro Nacht bis 16 Patienten aufnehmen und am nächsten Tag dann erst einmal diese Patienten sortieren müssen. Wer behandelt Ihre Angehörigen, wenn die im Krankenhaus ankommen? Und wer behandelt Sie, wenn Sie im Krankenhaus ankommen? Das ist eine große Gruppe. Zunächst einmal zu meiner Person. Ich bin Mitte 2017 aus Münster hierher gekommen. Ich habe in dieser Zeit, seit 2017, die Pfalz lieb gewonnen. Man trinkt hier und man isst hier. Und all das führt auch zu den Krankheitsbildern, die ich hier behandeln muss. Wir haben hier eine Gegend, die viele PAVKs hat, die viele Herzinfarkte hat und wo wir gewährleisten müssen, dass wir jederzeit sofort eingreifen können. Ich bin jetzt in Kandel nicht nur als Chefarzt der Kardiologie und der inneren Medizin tätig. Ich bin gleichzeitig auch ärztlicher Direktor. Das heißt, meine Aufgaben gehören dazu, ein ganzes Team von Spezialisten zusammenzuhalten, mit der Geschäftsführung zusammen dafür zu sorgen, dass wir organisatorisch mit all den Problemen, die die Pandemie uns stellt, klarkommen. Dafür haben wir eine Taskforce Corona. Die findet zweimal pro Woche statt und wird bei Bedarf noch häufiger einberufen. Und in dieser Taskforce besprechen wir sowohl die Hygienemaßnahmen als auch unsere Konzepte wie Besuchereinschränkung, wie eine Videokonferenz chatten mit den
Angehörigen von Patienten die Möglichkeiten, wie das Ganze strukturiert ablaufen kann. Der ärztliche Direktor ist da für viele dieser Fragestellungen zuständig und letztentscheidende Instanz. Aber solche Entscheidungen können nur im Team stattfinden. Und ich weise nochmals darauf hin, dass wir innerhalb von Asklepios einen großen Konzern hinter uns haben, wo wir eben auch auf viele Ressourcen zurückgreifen können. Es ist wichtig, dass wir nicht nur ein kleines, alleinstehendes Krankenhaus oder zwei Krankenhäuser sind, sondern wir stehen innerhalb eines großen Konzerns mit den Möglichkeiten, eben uns auch zu unterstützen hier vor Ort dafür, dass wir die Regelversorgung und die Grundversorgung vor Ort gewährleisten. Und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ich selber bin Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie. Das heißt, ich muss mich mit dem großen Bereich der Inneren Medizin auseinandersetzen und habe danach erst den Facharzt für Kardiologie gemacht. Habe das Ganze damals von dem Chefarzt Dr. Schulz übernommen, der hier vielen über Jahrzehnte eben ans Herz gewachsen ist. Es ändert sich der Führungsstil etwas. Was sich aber nicht ändert, ist das Einsetzen für seine Patienten. Und mir ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass all das, was wir hier zurzeit anders strukturieren, als Sie es vielleicht Jahrzehnte vorher gewohnt waren, nur dazu dient, dass wir eine optimalere und verbesserte Patientenversorgung gewährleisten können. Ich bin auch Facharzt Allgemeinmedizin. Das heißt, ich habe dafür auch eine Zeit in der Chirurgie verbracht. Ich habe auch eine Zeit in der Inneren verbracht. Und ich habe auf die Art und Weise gelernt, dass man mit Patienten reden muss, sie verstehen muss. Das fiel mir ehrlich gesagt schwer als Norddeutscher, bis ich so ein bisschen das Pfälzisch besser verstanden habe. Hat gedauert. Aber inzwischen kann ich mich zumindest einhören. Zusammen mit dem Chefarzt Dr. Moog habe ich die gemeinsame Leitung der Intensivmedizin. Das ist mir sehr wichtig, weil der Chefarzt Dr. Moog schon 10 Jahre hier vor Ort ist und wird auf die Art und Weise gewährleisten, dass im Verbund auf Station die Patienten zusammenbetreut werden, aber auch es ständig eine Diskussion gibt, wie wir die beste Behandlung durchführen. Als Kardiologe bin ich zuständig für die Chest Pain Unit. Wenn Patienten Brustschmerz in irgendeiner Form haben, werden sie dorthin aufgenommen und die sogenannten Big Five, das heißt Krankheiten wie eben den Herzinfarkt, Krankheiten wie einen akuten Pneumothorax, Krankheiten wie eine Dissektion der Aorta, Krankheiten, die eben mit Brustschmerzen einhergehen, können dort strukturiert und schnell abgearbeitet werden. Das Weitere ist, dass ich auch zuständig bin, jetzt seit 1.1., für die fachliche Leitung in der Stroke Unit. Das bedeutet, alles, was mit Schlaganfallbehandlung zu tun hat, obliegt inzwischen der Kardiologie und der inneren Medizin. Neben all der klinischen Tätigkeit im Krankenhaus stehe ich auch noch für ambulante Patienten zur Verfügung, indem ich eben in dem MVZ, also dem medizinischen Versorgungszentrum auf Facharztniveau, mitarbeite. Das steht unter der Leitung eben von Dr. Röckel aus der Neurologie. Ich selber stehe für die Kardiologie zusammen mit Herrn Murat und in Zukunft dem Professor Dietz. Und die Urologie wird auch noch bei uns eben jetzt integriert in diesem MVZ mit abgebildet. Wer steht mir zur Seite? Wichtig ist, dass Sie sich einen Namen merken. In der Mitte oben ist Dr. Balaban. Zadik Balaban steht mir zur Seite seit Mitte 2018, kam etwa ein Jahr später in mein Team und ist inzwischen jemand, den ich nicht mehr wegdenken kann aus dem Team. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie und leitet in den Zeiten, wo ich eben für die Klinik kämpfen muss und zur Verfügung stehe oder im MVZ bin,
das Herzkatheterlabor. Dann haben wir auf gleicher Höhe Frau Dr. Martina Damaschke. Frau Damaschke, bin ich ganz stolz drauf, ist über die Ausbildung der inneren Medizin, die sie bei uns abgeschlossen hat, in den Rang der Oberärztin aufgestiegen. Sie ist Fachärztin für innere Medizin und wir nennen das ein sogenanntes Hausgewächs. Wir freuen uns, dass eben dieses Wissen, was sie erworben hat, bei uns erworben wurde. Sie war vorher schon in anderen Kliniken und bringt all dieses Wissen ein, um die innere Medizin abzubilden und zu leiten. Und sie macht gleichzeitig sehr effektiv mit ihrer Freundin Frau Schaubeck zusammen die Leitung unten in der zentralen Notaufnahme. Das ist zunächst einmal das Bild derjenigen, die mir sofort zur Seite stehen. Und jetzt kommen die Oberärzte, die Fachdisziplinen noch dazu mit abbilden. Dann muss ich Dr. Sven Dieterich nennen. Herr Dieterich in der Mitte unten ist Oberarzt und Facharzt für Innere Medizin. Er leitet bei uns das Device-Programm. Alles, was mit Schrittmacher, alles, was mit Defi, alles, was mit Herzrhythmusstörung zu tun hat, wird von ihm gesehen und begutachtet. Und er setzt die Therapie um. Neu in diesem Jahr dazu gekommen ist die ärztliche Leitung des Stroke-Programms. Das bedeutet, dass er die gesamten Dinge, die zum Stroke-Programm gehören, wie eben die Schulung von Schwestern, die Behandlung der Patienten selber, der Kontakt zur Neurologie in Karlsruhe, da gehe ich später noch drauf ein, das ist seine Aufgabe. Und er muss auch die Fortbildungen in diesem Bereich organisieren. Neu zugestoßen zu unserem Team, und da freue ich mich besonders, ist Herr Dr. Stier, der zurzeit als Funktionsoberarzt bei uns jetzt tätig ist, viel in der Echokardiographie, Stressechokardiographie im TEE arbeitet. Und wir hoffen, dass er innerhalb von kürzester Zeit auch seinen Facharzt macht und auf Dauer uns im invasiven Team mit unterstützen kann. Jetzt heißt es, wie sieht das Leistungsspektrum der Kardiologie in Zeiten der Pandemie aus? Ich kenne meine Mitarbeiter kaum noch ohne Maske. Seit anderthalb Jahren tragen wir in verschiedenen Formen eine Maske. Ob jemand sich ein Bart hat wachsen lassen, weiß ich häufig nicht mehr. Ob jemand darunter eher braun gebrannt ist, weil er in der Sonne war, oder ob jemand irgendwie traurig ist, das kann ich nur noch bei meinen Mitarbeitern aus den Augen ablesen. Sie sehen in der Mitte ein Bild, wo wir mal unsere Assistenten zusammen haben mit meinen Oberärzten. Und Sie sehen Herrn Königs als Hygieniker in unserer Mitte. Den müssen wir immer anrufen, wenn ein Patient da ist, wo es schwierig ist, wo wir nicht wissen, wie sollen wir ihn behandeln. Vorhin waren die multiresistenten Erreger genannt worden. Aber was wir auch bedenken müssen, ist daneben, es gab eine Grippezeit. Wir haben fast keine Grippe mehr gehört. Trotz allem müssen wir auch immer wieder mal daran denken. Den Haupteingang unserer Klinik kennen Sie. Unten links, da wird es schon schwierig, das Ganze zu erkennen. Da haben Sie auf der einen Seite Frau Damaschke, schon ziemlich wild. Das ist wahrscheinlich ein Bild gegen Abend, nachdem sie dann schon um die 20 Patienten gesehen hat, zusammen mit Frau Schaubeck. Und Sie sehen, das ist noch eine andere Maske, die wir damals hatten. Wir sind durch die Pandemie gegangen und sind immer wieder mit unterschiedlichem Material ausgestattet worden, mit dem wir arbeiten mussten. Und Frau Schaubeck hat die Aufgabe als Physician Assistant hier bei uns einen Großteil der Routine abzuarbeiten in unserer zentralen Notaufnahme. Viele der zuweisenden Hausärzte kennen sie als erste Stimme und
Wenn es dann zu schwierigeren Entscheidungen kommt, macht das alles unsere Oberärztin, eben Frau Dr. Damaschke. Ich habe in der Mitte einmal alle dargestellt, auch wieder mit Maske, von links nach rechts. Dr. Dieterich, der Dr. Stier, Frau Dr. Damaschke, ich selber und dann Dr. Balaban. Wenn Sie jetzt ein bisschen nach oben schauen, haben wir die ersten Blicke in unser Katheterlabor. Was sehen Sie? Auch wieder verschiedene Stadien. Herr Dr. Dieterich kathetert einen Patienten, der nicht infektiös ist. Das wissen wir vorher. Von daher sind nicht ganz viele Dinge zu beachten. Er hat einen sterilen Anzug an, er hat die Handschuhe an, er hat eine FFP2-Maske. Die gehört für uns im Krankenhaus zum Standard. Die tragen wir den ganzen Tag, die ganze Schicht. Die wird nicht abgesetzt. Um Kaffee zu trinken, wird die nur kurz hochgeschoben. Es wird dann Kaffee getrunken. Wichtig, dass Sie verstehen lernen, dass innerhalb der Klinik wir nur dadurch so wenige Probleme hatten und keinen größeren Ausbruch, dass wir uns so konsequent an die Hygieneregeln halten. Eine Hygieneregel ist, trage die Maske. Die zweite ist, wasch deine Hände. Allein damit konnten wir schon in vielen, vielen Bereichen viele Punkte gewinnen und neu dazugekommen sind jetzt die Impfungen. Sie sehen oben rechts mich, wie ich auf einen Patienten warte, der möglicherweise infektiös ist. Sie sehen, dass wir diesen Schutzschild haben, dass wir den Spuckschutz haben. Und unten sehen Sie auch das Team der Schwestern. Wir warten auf einen Patienten. Immer dann, wenn wir keine klare Antwort haben, ist der Patient, der da kommt, infektiös und wir fragen unten ab, haben Sie Luftnot? Immer dann ist zur Sicherheit des Personals zunächst einmal das ganze Personal in Vollschutz. Wir machen dann die sogenannte POCT und können im Verlauf der Untersuchung dann downgraden, relativ schnell. Aber das bedeutet, dass wir zunächst einmal Safety First halten, dann parallel testen und im Verlauf der Untersuchung dann wissen, ist der Patient in Kontakt gewesen mit Covid-19 oder nicht. Auf die Art und Weise verstehen Sie jetzt etwas besser, wie wir im Krankenhaus arbeiten und ticken. Wir müssen das nicht nur morgens 8 Uhr abrufen können, das müssen wir auch nachts um 2 Uhr abrufen können. Und genau diesen selben Handlungsstrang müssen wir durchhalten. Was beginnt, wenn die Patienten kommen? Wir haben engen Kontakt zum Notfalldienst. Über das sogenannte Zinktelefon nehmen die Kontakt auf und melden verschiedene Schockräume an. Derjenige, für den ich zuständig bin, ist der sogenannte internistische Schockraum. Der findet unten in der zentralen Notaufnahme statt. Dort warten wir dann mit einem großen Team, das besteht eben aus Internisten, Gastroenterologen, aus den Kardiologen und der Anästhesie. In der Mitte sehen Sie eben Dr. Krompholz, er ist der leitende Oberarzt aus der Anästhesie, der jetzt zusammen mit uns auf einen Patienten, der angekündigt ist als internistischer Notfall, unten wartet. Dann wird sehr schnell evaluiert, wie viel Hilfe braucht der Patient und geht er möglicherweise direkt ins Katheterlabor. Ist das eher ein Patient, der vielleicht einen Diabetes hat, damit der Gastroenterologie zugeordnet ist? Wir haben viele Krankheitsbilder, die wir dort abarbeiten. Bevorzugt unter den internistischen Krankheitsbildern, weil ich Kardiologe bin, brauche ich ein Organ, das pumpt, das muss sich bewegen. Ganz im Gegensatz zu den schwarzen Füßen, da bewegt sich nichts. Deswegen bin ich Kardiologe geworden, aus innerster Überzeugung, dass ich dort die Gefäße schneller finde. Dazu gehören eben Infarkte, die wir in drei Kategorien haben. Eine instabile Angina pectoris, der Enstemi, der Stemi.
Das sind verschiedene Unterteilungen aufgrund des EKGs und der Biochemie, aber das können wir unten schon sehr schnell abarbeiten. Insbesondere der STEMI warten wir gar nicht erst auf die Biochemie, weil das EKG uns zu eiligem Handeln zwingt, bringen wir den Patienten dann auch häufig schon unter Vollschutz direkt ins Katheterlabor. Es gibt aber auch Entzündungen des Herzens, die Aortendissektion, etwas, was wir eben, wenn es herznah ist, auch nicht im Haus behandeln können. Da müssten wir mit anderen Kliniken zusammenarbeiten. Das sogenannte Broken Heart of the Elderly Women, Morbus Takotsubo, eine Erkrankung, die wir doch ein- bis zweimal pro Monat sehen. Das akute Nierenversagen beim Diabetiker, bei der Entzündung oder Veränderung von Gefäßen. Aber auch vergessen wir nicht das akute Leberversagen. Wenn jetzt wieder die Pilzsaison kommt, kann es sein, dass der falsche Pilz gegessen wurde. Es kann sein, dass schon lange zu viel getrunken wurde, es dadurch zum Leberversagen kommt. Aber wenn das als akutes Krankheitsbild in die Klinik kommt, dann können wir uns hier vor Ort darum kümmern. Akute Leberversagen war der eine Punkt. Noch wichtiger ist das, die gesamte Differentialdiagnose des akuten Lungenversagens. Wann kann jemand nicht mehr gut atmen? Wie können wir ihm sofort und gut helfen? Können wir das mit nicht-invasiven Verfahren? Können wir das mit invasiven Verfahren? Das diskutieren wir zusammen mit der Anästhesie und Intensivmedizin, wo wir dann danach auch die Patienten weiter beatmen können. Es gibt aber auch gastroenterologische Massenblutungen. Auch die müssen gestoppt werden. Dafür brauchen wir häufig auch noch das Konsil der Gastroenterologen und oder der Chirurgen. Wir müssen schauen, wie wir im Team eine Behandlung aufbauen, die zum Besten des Patienten ist. Hier sehen wir jetzt in das Herzkatheterlabor bei uns. Und da sind natürlich die Koronarinterventionen an oberster Stelle. Sie sehen unter Vollschutz Herrn Ballaban, wie er mit unserer Röntgenanlage, die eben monoplan ist, in verschiedenen Ebenen die Gefäße darstellen kann. Und die Versorgung des akuten Koronarsyndroms ist das, was wir bevorzugt machen. Wir haben die Zahlen von anfangs, als ich hier ankam, um die 270, 300 auf inzwischen über 1200 Untersuchungen steigern können. Und das freut uns einfach, dass das Vertrauen der Patienten und des Notfalldienstes und der zuweisenden Hausärzte inzwischen so weit ist, dass wir regelhaft Patienten sowohl in der Woche als auch am Wochenende sehen. Wichtig ist, wir sind als Herzzentrum 24/7/365, wie wir das nennen, also 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche und an jedem Tag des Jahres für Sie da. Und Sie können darauf vertrauen, dass jederzeit jemand innerhalb kürzester Zeit für Sie erreichbar ist. Am Anfang, als ich noch ein bisschen unsicher war und aus Münster hier rüberkam, war ich zunächst in eine Mietwohnung zum Beispiel gegangen. Inzwischen fühle ich mich so wohl, dass ich mit meiner Familie hier ein Haus gekauft habe in der Nähe. Und ich bin innerhalb von 7 Minuten innerhalb der Klinik. Das heißt, jeder Oberarzt von mir kann darauf vertrauen, dass wenn es schwierig wird und hart auf hart geht, dass ich sofort im Haus bin. Die Koronarangiographie mit PCI-Bereitschaft können wir anbieten als Routineuntersuchung jeden Tag. Wir können auch zusammen beurteilen, wie eng sind die Gefäße und müssen die überhaupt einen Ballon oder einen Stent bekommen. Dafür haben wir einen Ultraschall, den wir in die Gefäße vorschieben können am schlagenden Herzen. Wir haben die sogenannte IFR-Untersuchung. Wir können im Koronargefäß messen, wie der Druckabfall hinter einer Stenose ist und danach festlegen, müssen wir stenten oder nicht. Wir beherrschen fast alle Zugänge, die eben in einem Haus der Grundversorgung möglich sind. Wenn Sie besonders darauf achten, und dann fassen Sie sich selber einmal auf der Daumenseite an das Handgelenk, da werden Sie einen Puls spüren.
Von dort können wir Herzkatheter durchführen. Wir können es vom Ellenbogen aus machen. Wir können es aber auch von der Leiste aus machen. Alle Zugänge sind unterschiedlichen Schwerpunkten zugeordnet. Wir bemühen uns aber, die überwiegende Anzahl der Untersuchungen von der Radialis aus zu machen. Wir können aber auch Gefäße, die schon lange zu sind, ein Jahr und länger, wieder eröffnen, wenn es sinnvoll ist und wir noch finden, dass in diesem Bereich Myokard ist, was noch pumpen kann. Schauen Sie noch einmal auf die Bilder, die wir unter Herrn Balaban haben. Da habe ich Vorher-Nachher-Bilder. Links sehen Sie einen Hauptstamm, das heißt ein Gefäß, was zwei große abgehende Gefäße hat, einmal vorher und einmal nachdem der Stent drin ist. Und wir erweitern solche Gefäße von unter einem Millimeter auf über 4 Millimeter, was an einem schlagenden Herzen schon sehr groß ist. Darunter eine Intervention von heute im Lauf des Tages von Herrn Balaban. Da hat er einen ganz kleinen Fitzel einer Hinterwandarterie der RCA gefunden und diese wieder eröffnet. Eine CTO-Strategie, Antegrad, die 3 Stunden dauert. Aber Sie sehen, dass wir auch in Zeiten von Covid uns für so etwas, wenn es dem Patienten denn hilft, aus seiner Herzinsuffizienz herauszukommen, die Zeit, die Muße und die Geschicklichkeit, ärztliche Geschicklichkeit anwenden, um optimale Ergebnisse zu produzieren. Das Ganze geht nicht, ohne dass wir noch ein Netz haben. Wir arbeiten dafür zusammen mit der Herzchirurgie in der Helios Klinik in Karlsruhe. Dort ist der Chefarzt Professor Mehlhorn, mit dem wir zusammen ein sogenanntes Heart-Team bilden. Und das Heart-Team bedeutet, dass wir auch Patienten gemeinsam besprechen, welche Strategie für den Patienten günstiger ist. Ob wir Bypässe besser nehmen, ob wir doch stenten, ob wir möglicherweise doch nur Medikamente geben. All diese Dinge besprechen wir gemeinsam, notieren das in der Akte und können auf die Art und Weise zum Wohle der Patienten eine optimale Strategie definieren. Bei Herzklappen, die kaputt sind, schicken wir diese Patienten auch nach Karlsruhe. Und die sogenannte TAVI ist eine Untersuchung und eine Therapieoption, wo man durch die Arterie in den Leisten bei sehr engen Aortenklappen auch eine Therapie durchführen kann. Was wir hier vor Ort neu eingeführt haben, seitdem ich hier bin, sind 3 Dinge. Wir machen im Notfall, wenn Patienten eine sehr enge Aortenklappe haben, eine Sprengung dieser Klappe. Dadurch, dass naturgegeben diese Klappen innerhalb der nächsten 3 Monate wieder zusammenwachsen und wieder eng werden, ist das nur eine vorübergehende Therapieoption. Aber in dieser Zeit können die Patienten schon mal gucken, dass sie erstmal die akute Dekompensation überleben und zweitens, ob sie auf Dauer vielleicht doch eine TAVI wollen und wir sie dann mit 3 Monaten Verzögerung zu Herrn Mehlhorn schicken. Darunter sehen Sie einen sogenannten LAA-Okkluder. Wir haben dann strukturelle Herzerkrankungen und in diesem Fall geht es darum, dass Vorhofflimmerpatienten und oder Patienten, die gastrointestinal bluten, wenn sie eine Blutverdünnung brauchen, davon wegkommen können. Weil diese Blutverdünnung brauchen Vorhofflimmerpatienten häufig, um einen Schlaganfall zu verhindern. Aber dann ist das Problem, wenn sie an einer anderen Stelle verbluten, dass wir dann das Marcomar oder die neueren oralen Antikoagulantien absetzen müssen. Und dann können wir die Stellen, wo die meisten Thromben sich bilden, mit einem sogenannten LAA-Okkluder verschließen. Oder Schlaganfälle können sich durch Verbindungen auf den Herzscheidewänden, hier auf Vorhofebene, von rechts nach links bilden und diese Thrombembolien führen dann zu einem Schlaganfall. In diesem Fall können wir diese Verschlüsse einsetzen in das Herz und auch das wird hier vor Ort in Kandel gemacht, seitdem ich hier als Chefarzt der Kardiologie tätig bin.
Wir machen des Weiteren sogenannte Rechtsherzkatheter. Die brauchen wir insgesamt für die Hämodynamik, für die Beurteilung von Patienten mit pulmonaler Hypertonie, Bergung von Trompen, Bergung von Kathetern. Und die Hämodynamik brauchen wir auch, um zu steuern, wie wir eine DCM, eine dekompensierte Herzinsuffizienz, also ein schwaches Herz, therapieren. Wir haben aber neben dem Gefäßchirurgen auch noch einen Angiologen, der bei uns im Katheterlabor arbeitet. Das ist der Professor Horstig, kommt aus Neustadt, ist jeden Mittwochnachmittag bei uns und kann da auch Patienten mit PAVK behandeln. Es handelt sich dabei aber um ein anderes Patientengut. Es gibt auch Überschneidungsmengen mit dem, was unser Gefäßchirurg vor Ort macht. Aber wer Fragestellungen hat, kann sich entweder hier bei Dr. Kutscher in unserem Haus vorstellen oder er kann über die Praxis von Herrn Horstig in Neustadt auch einer Behandlung zugeführt werden. Die optimale Therapie ist immer eine individuelle Entscheidung für die Patienten. Man kann da nicht sagen, welcher Patient jetzt von vornherein besser zu welchem der beiden Therapeuten geht. Aber es ist so, dass die schwerwiegenden Fälle, sie auf jeden Fall hier im Haus sehr gut aufgehoben sind und Herr Kutscher für uns ein wirklicher Gewinn ist, seitdem er hier ist. Die interventionelle Therapie der Becken-, Beinstrombahn und der kleineren abgängigen Arterien ist immer noch im Fluss und auch ein Diskussionspunkt. Aber wenn Sie zunächst einmal überhaupt dran denken, stellen Sie sich bei einem von beiden vor. Was haben wir noch? Wir haben eine sogenannte nicht-invasive Kardiologie. Ich fange mal links an. Basics in der Kardiologie, wir können Ergometrien durchführen. Wir setzen sie dazu aufs Fahrrad und können messen, wie viel können sie strampeln. Und dabei können wir sehen, gibt es EKG-Veränderungen, die hinweisen auf Durchblutungsstörungen im Herzen, ja oder nein. Aber wir können auch über das normale Echo hinaus, was wir im Herzen und am Herzen durchführen, von der Speiseröhre Untersuchungen durchführen. Und Sie sehen hier einen Fall einer schweren Endokarditis, das heißt einer Entzündung der Herzklappen. Und der Ball, den Sie da tanzen sehen, wo noch mal so kleine Zipfel rausgucken, das ist so eine Vegetation von Bakterien. Und das ist eine schwerste Erkrankung. Solche Patienten müssen wir mit intravenöser Antibiose über 6 Wochen im Krankenhaus behalten. Und das ist etwas, was wir auch über TEE steuern. Daneben haben wir auch noch moderne Techniken, die wir im Echo anwenden können. Sie sehen dort das sogenannte Strain Rate Imaging. Wir haben diese Geräte, die zu den High-End-Echo-Geräten gehören, in unserem Portfolio. Und das ist hier etwas, womit wir jeden Tag arbeiten. Unten sehen Sie das EKG eines Patienten mit Vorderwandinfarkt, den sogenannten STEMI. Sie sehen diese Zelte unten rechts, die hinter den sogenannten QRS-Komplexen sind. So jemand muss direkt kathetert werden. Da warten wir die Biochemie nicht ab. Wenn so ein EKG auftaucht, draußen möglichst schon vom Notdienst, spätestens in der Notfallzentrale bei uns, aber noch allerspätestens in dem EKG, was wir vor dem Katheterlabor machen. So jemand gehört innerhalb von 2 Stunden kathetert. Gehen wir die grünen Punkte rechts nochmal durch. TTE, hatte ich gesagt, unser transthorakales Echo Working Horse können wir jederzeit anbieten. Machen wir bei 80% unserer internistischen Patienten in der Präklinik bei uns. Wir können aber auch TEE als semi-invasive Untersuchung machen. TTEs machen wir knapp 1700 im Jahr, TEEs um die 300 im Jahr. Stressechos als Hinweis darauf, ob es Durchblutungsstörungen im Herzen gibt, machen wir so 2 bis 5 pro Woche.
Wir haben viele Patienten mit Herzrhythmusstörungen, die eine elektrische Kardioversion brauchten. Die machen wir bei uns auch in der Präklinik. Pleurapunktionen, Schrittmacherabfragen, subkutane Implantation von Event-Rekordern ist etwas, was in die tägliche Routine bei uns hineingehört. Und Sie werden, wenn Sie Patient in der Kardiologie sind, ohne Langzeit-EKG, ohne Langzeit-RR, ohne ein EKG oder eine Ergometrie das Haus meist nicht verlassen. Ich gehe weiter zum Device-Programm. Das Ganze hat mehrere Schritte. Wer behandelt Sie? Das ist wieder mein Oberarzt, Dr. Sven Dieterich. Er ist dafür zuständig, erstmal festzustellen, wer braucht welche Art von Gerät für schnelle oder für langsame Herzrhythmusstörungen. Und wenn implantiert werden muss, ruft er einen Chirurgen dazu, das ist Dr. Michael Nau, und die beiden zusammen implantieren. Die linke Spalte haben Sie die VVI-Geräte. Ich sage dazu immer die einfachen. Sogenannte Schockboxen oder Geräte, die nur manchmal arbeiten müssen. Oder Event-Recorder. Etwas komplizierter mit zwei Sonden. Sogenannte DDD-Geräte, die sowohl im Vorhof als auch in der Hauptkammer gucken können und stimulieren können und sich gegenseitig inhibieren. Diese Geräte haben schon etwas mehr Algorithmen und sind etwas größer. Und Aggregatwechsel können wir auch jederzeit hier durchführen. Die größten Geräte, die wir einbauen, sind sogenannte CRT-Geräte, die nicht nur zur Behandlung der Herzrhythmusstörungen da sind, sondern wir haben auch eine Behandlung der Herzinsuffizienz. Wenn Sie im Herzinsuffizienzprogramm bei uns sind und einen Linksschenkelblock, dann denken wir über solche Geräte bei Ihnen nach. Sonden, die kaputt sind, wechseln wir natürlich auch. Zuletzt noch wieder Herr Dieterich, aber jetzt zusammen mit ihm alle Fachärzte aus der inneren Medizin, die Stroke Unit, die Schlaganfalleinheit. Alle Patienten, die mit Schlaganfall in die Klinik kommen, werden von uns zunächst klinisch untersucht, werden dann zur Indikationsstellung für weitergehende Therapie über Videokonferenz der Neurologie von Professor Dr. Georg Gahn im Städtischen Klinikum in Karlsruhe vorgestellt. Dort sind seine Oberärzte dann am anderen Ende der Leitung und könnten den Patienten während der Untersuchung auch sehen in der Videoschalte. Und da legen wir fest, müssen wir eine sogenannte Lyse akut sofort durchführen, weil wir wollen Zeit sparen. Zeit ist zeitkritisch. Wir müssen so schnell wie möglich Gefäße wieder aufkriegen. Es wird aber auch diskutiert, können wir das überhaupt mit einer Lyse machen oder können wir das besser katheterinterventionell machen? Alles, was katheterinterventionell im Gehirn stattfindet, dafür müssen wir den Patienten schnellstmöglich verlegen. Und das geschieht dann die Behandlung in dem Städtischen Klinikum in Karlsruhe. Wenn wir aber etwas haben bei den Gefäßen, die noch außerhalb des Gehirns liegen, da sind wir jetzt auch froh, dass wir inzwischen wieder unsere Gefäßchirurgie im Hause haben. Und dann können wir auch dort Engstellen, Verkalkungen direkt therapeutisch angehen. Akut im Notfall und oder auch mit zeitlichem Versatz. Wir kennen den Stroke, den akuten Schlaganfall. Der kann thromboembolisch sein, der kann aber auch durch Verschluss akutes Aufbrechen eines Plaques sein. Es kann vorübergehend sein, unter 24 Stunden eine TIA. Es kann aber auch sein, dass Sie einfach nur Ihren Arm falsch über eine Kante gelegt haben. Dann können gewisse Nerven auch nur abgeklemmt sein mit hohem Potenzial, sich wieder zu erholen. Was haben wir im Haus? Wir können dafür das CCT, also eine Untersuchung des Kopfes direkt mit und ohne Kontrastmittel durchführen. Wir können weitergehend Echokardiographie und den Duplex, eben Ultraschalluntersuchung der hirnzuführenden Gefäße machen. Man kann das Ganze auch mit MR machen,
da dieses MR in Germersheim steht, müssen wir das dann häufig 3 Tage später noch machen und können dann sehen, ob überhaupt ein Schlaganfall stattgefunden hat. Wichtig ist, dass wir die Pflege nicht vergessen. Wir haben speziell geschulte Schwestern. Wir haben eine ganze Krankengymnastikabteilung im Hintergrund, die sich auch jeden Tag um diese Schlaganfallpatienten kümmert. Und um dieses Konglomerat herum müssen wir uns schnell bewegen. Wir dürfen also nicht nur in der inneren Medizin an Infarkte denken, am Herzen. Wir müssen auch an Infarkte im Gehirn denken und diese möglichst schnell behandeln. Zusammenfassend ist es so, dass wir hier in der Asklepios Südpfalz Klinik Kandel sehr, sehr viel anzubieten haben. Das Portfolio durch die Hygienemaßnahmen, durch die Beratung über die Infektiologie kaum einschränken mussten, wir unsere Behandlung schnell, effektiv und zum Wohle der Patienten und mit optimaler Sicherheit für unser Personal durchführen können. Und ich Ihnen nur nochmals raten kann, Sie werden von alleine älter. Sie werden Krankheiten haben, die chronisch sind, die sich auch verschlechtern. Zögern Sie die Therapie auf keinen Fall zu lang hinaus und nehmen Sie die Hilfestellung, die wir im Krankenhaus Ihnen bieten können, jederzeit gerne in Anspruch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt stehe ich gerne für die Fragen aus dem Chat zur Verfügung. Fein, lieber Jörg. Sehr schöner Vortrag. Klare Wortwahl. Das wurde hier auch 2-mal im Chat erwähnt. Vielen Dank für die sehr verständliche Wortwahl, Herr Professor Stippmann. Was auch erwähnt wurde, ist, dass die Mitarbeiter eben auch mal so dargestellt werden in ihrer täglichen Arbeit. Und das gibt dann jemand hier mit einem besseren Gefühl an, dass man dann eben auch so als Mensch eher gesehen wird. Fachliche Fragen in dem Zusammenhang wurde jetzt hier gestellt, dass sich das Verhältnis der kardiologischen Patienten verändert hat, mit einer überstandenen Herz-Kreislauf-Stillstand Leben in die Klinik geschafft haben. Können Sie die Bevölkerung noch mal ermutigen, mit dem akuten Herzbeschwerden frühzeitig eine Klinik aufzusuchen? Und ich denke, das ist wirklich etwas, was uns selber in allen Vorträgen hier am Herzen gelegen hat, dass Krankheiten etwa nicht versteppt werden. Können Sie uns das noch mal mit einfachen Worten erläutern? Wichtig ist, wir haben immer noch Herzinfarkte. Wir leben in einer Gegend, wo über die Nahrung, über die erhöhten Blutfette, über den hohen Blutdruck, über auch unsere Genetik, was wir von unseren Eltern mitgegeben bekommen haben, viele Patienten einen Herzinfarkt bekommen können. Wären wir in Afrika, dann würden wir eher an einem Apoplex, also am Hirnschlag sterben. Hier in Deutschland, insbesondere in der Südpfalz, haben wir hauptsächlich Patienten, die Herzinfarkte haben. Wie entstehen diese Herzinfarkte? Diese Herzinfarkte sind multifaktoriell. Aber das Wichtige ist, Sie können über lange, lange Zeiten nichts gemerkt haben. Und plötzlich und akut reißt ein sogenannter Plaque von Lipiden auf und es kommt zum direkten Kontakt von einem aufgerissenen Fettplaque mit Thrombozyten. Und plötzlich und akut verschließt sich das Gefäß. Jetzt kommt es darauf an, wie groß das Gefäß ist, welches verschlossen worden ist und wie weit vorne dieser Verschluss bereits ist. Ich habe hier Patienten gesehen, die sind keine 30 Jahre alt gewesen und sind in die Klinik gekommen und wurden vom Notdienst bereits gedrückt. Auch die haben wir gerettet. Wir haben hier Patienten, die haben das Ganze immer wieder mal. Das heißt, trotz der Tatsache, dass wir Stents gesetzt haben, sind Gefäße weiterhin zugegangen, weil die Grunderkrankung haben wir ja nicht geändert. Wir geben nur viele Medikamente, damit vielleicht der Progress der Erkrankung langsamer ist. Aber der Herzinfarkt vor der Klinik bedeutet, Sie rufen bitte in der Notfallkette die 112 an. Noch wichtiger ist mir, Freunde, Verwandte, nicht nur, wenn jemand umgefallen ist und auf dem Boden liegt,
nicht nur liegen lassen, zugucken und warten, dass Hilfe kommt. Sie können drücken und sie sollten drücken. Und ich empfehle allen, die es noch nicht gemacht haben, auch sich in der Reanimation, in der Wiederbelebung auch immer weiter fortzubilden. Das Einfachste ist aber, wenn Sie bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand die 112 rufen, dann zu dem Patienten gehen und ihn drücken. Das hilft. Danach kommt innerhalb von 12 Minuten hier innerhalb von Kandel schon der Notdienst und wird helfen. Häufig muss dann ein Elektroschock gesetzt werden und der Patient weiter gedrückt werden. Aber Sie können davon ausgehen, dass wir im Herzkatheterlabor oder auf der Intensivstation für diese Patienten bereitstehen zur Behandlung. Danke für die Antwort. Sie haben ausführlich das Portfolio erwähnt mit einer doch hohen Untersuchungsanzahl, die sicher hier eine ausgesprochene Expertise widerspiegelt. Jetzt wird gefragt, wie viele Infarkte letztendlich pro Jahr behandelt werden. Das kann man relativ klar beantworten. Wir haben pro Monat im Schnitt 100 Katheter. Von diesen 100 Kathetern sind etwa 60% dieser Katheter elektiv einbestellt oder ergeben sich aus der Vorstellung des Patienten in der Klinik. Wir haben etwa von den 100 Kathetern jedes Wochenende 3 Notfälle. Das sind 12 Patienten schon mit Infarkt, die wir über das Wochenende. Und dieselbe Anzahl an Notfällen noch einmal pro Monat haben wir innerhalb der Woche. Das heißt, von Montag bis Freitag sehen wir im Schnitt 12 Infarkte, mit denen wir angefahren werden. Am Wochenende, aus welchen Gründen auch immer, genau dieselbe Zahl. Wenn wir pro Woche 24 Patienten zurzeit sehen mit solchen Infarkten, sind STEMIs, die sofort auf den Tisch gehören, in pro Monat etwa 4 bis 5, sodass wir auf etwa 60 STEMIs und etwa insgesamt 200 Infarkte im Jahr kommen. Hier wird gefragt, kurz gerade wegen Covid, das kam im Zusammenhang mit dem Ereignis kardiovaskuläre Ereignisse. Ich denke, die Frage zielt darauf ab, inwieweit Covid hier ursächlich beteiligt sein kann für ein kardiovaskuläres Ereignis oder einen Infarkt eben. Die Literatur weist zunehmend darauf hin, dass Patienten mit einem Risikoprofil, und wir hatten den Diabetiker schon häufiger, dafür prädestiniert sind. Wo im Gefäßbaum der Einschlag ist, ob er primär im Kopf, im Herzen oder in der Peripherie ist, das hängt davon ab, wo das Covid-Virus die Hauptentzündung in der Intima gesetzt hat. Aber wir sehen etwas mehr Infarkte. Das waren die Fragen aus dem Chat. Vielen Dank für Ihre Fragen. Chatin, vielen Dank für deine Moderation. Ich greife aber den Faden noch einmal auf und möchte mich noch einmal an unsere Zuschauer wenden. Ich hoffe, wir haben mit unseren 4 Vorträgen zum einen aus der Infektiologie bei Dr. Eichnauer, zum anderen aus der Hygiene bei Dr. Königs, aus der Gefäßchirurgie und aus der Kardiologie Ihnen darstellen können, dass ein Krankenhaus auch in Zeiten der Pandemie funktionieren muss. Wir sind hier ein Team, was inzwischen eingeschworen ist. Auch wenn ich nicht mehr jedes Gesicht kenne, weil ich jeden Tag auf Masken schaue. Aber wichtig ist für Sie, dass Sie feststellen, das Krankenhaus hat sich weiter verändert, es hat sich weiter modernisiert. Wir haben auf Dauer noch mehrere Baustellen im Haus, wo wir auch sozusagen ein Baukonzept haben, wo auf Dauer die zentrale Notaufnahme sich verändert, wo auf Dauer sich die Intensivstation verändert, das Herzkatheterlabor noch einmal erweitert und umgebaut wird, wir auf Dauer eine
Privatstationen noch zusätzlich aufbauen werden. Wir haben eine Perspektive mit diesem Haus. Dieses Haus ist trotz Covid gewachsen. Dieses Haus hat trotz Covid neue Abteilungen aufgebaut. Und wir hoffen alle, dass wir unter den Kautelen von Hygiene, Händewaschen und Maske tragen und zunehmend durch Impfung unserer Bevölkerung auch wieder zu einem normalen Betrieb auf Dauer zurückkehren können. Wann das so sein wird, können wir nicht voraussehen. Wir sehen aber schon mit Erschrecken, dass die dritte Welle uns jetzt voll erwischt hat und wir trotz allem neue Mutanten auch haben, insbesondere im Saarland, die möglicherweise noch nicht hier sind, aber noch kommen werden. Mein Wunsch ist, dass Sie alle zu Hause gesund bleiben, aber wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, sollten Sie sich keineswegs scheuen, zu uns zu kommen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an meine Mitstreiter noch einmal, Herr Eichnauer, Herr Königs und Herr Kutschea. Ich verabschiede mich, verbleibe Ihr Jörg Stüppmann und hoffe, dass wir uns nur hier sehen müssen, wenn Sie krank sind. Einen schönen Nachmittag wünsche ich.